Okay, sagt ihr. Abgeben. Was willst du denn abgeben, Jusen? Na, nee, nee, dafür müssen wir erstmal das holen, diesen Nesselstein. Wir können aber auch dahin porten in das Ding da rein direkt. Aber da müssen wir, glaube ich, nicht hin. Hast du noch was Interessantes gefunden, David? Nö, nee, ich habe ja nur die eine Händlerin angequatscht, beziehungsweise der Typ, der hier drin ist. Der ist überlegt, ob ich mich mit dem prügel, aber der war eigentlich ganz sympathisch. So, jetzt kann meine Winkel mal los. Das ist immer noch interessant. Na, denk mal, Tage. Mal kurz in die Ecke genießt. Eklig. Ekelhaft. Ekelhaft? Aber der war der Nieser auf jeden Fall 90 Grad. Der auf jeden Fall, ja. Das ist eine Superkraft, du kannst um die Ecke niesen. Ja. Nee, die hätte ich nicht gerne, du. Bumerang-Nieser, Alter, komm zurück. Boah, Alter, das wäre mies. Achü und bam! Wie bei One Piece, die explodierenden Popel. Mhm. Komm auch zurück, du. Voll ins Gesicht. Erstmal, alles erstmal kommt eine irgendwann. Explosion, wenn du niest. Ja, cool, dann tötest du dich ja selber, wenn du niesen musst. Wir müssen doch nur im Boden. So. Du solltest halt nicht in den Arm niesen. Das könnte übel enden. Wo wollten wir jetzt hin? Wo wollten wir hin? Befreie den Künstler können wir machen, das ist hier in der Nähe. Heißt es zufälligerweise Geisterhaus? Nee, aber ich glaube, das war. War das nicht hier, wo ich gerade mit Alex drin bin? Wo ist im Keller? Nee, ne? Keller war das, glaube ich, nicht. Weiß es nicht mehr. Unterstadt, oder? Wir mussten in die Unterstadt. Wenn du auf die Karte guckst, dann sind ja nur zwei Questdinger in unserer Nähe. Wie hieß denn hier? Dame Janats Anwesen. Da war das Geisterhaus. Finde heraus, was in Janats Anwesen spukt. Na genau, das ist dann die Quest, befreie den Künstler. Ja. Dann müssen wir da jetzt hin. Kinder Blut weggewischt hier. Ich hab mal die Truhe da aufgemacht und dir klaut, ne? Ist ja dein Charakter. Mhm. Ah, scheiße, jetzt bin ich auf dem falschen Haus. Bist du auf dem Lotus oder was? Alter, man kann auch immer mit Fliegen, kann man über auf die Dächer und hier sind Sachen versteckt und so ein Scheiß. Was? Versteckte okay. Sachen auf den. David, hast du gerade gespeichert? Ja. Okay. Wieso? Also, dann könnte das gerade hier gerade irgendwas gleich passiert bei mir. Das seid ihr gar nicht, das sind. Okay. Da und ich flieg hier erstmal rüber, Jusen. Ah, ich bin hier oben schon. Guck mal, hallo, Kleiner. Bist du schon hochgeflogen? Ja. Okay. Dann halt so. So, gucken, ob das geht. Und ihr seid jetzt oben auf den Dächern, oder was? Ja. Die ganzen Vögel und so, die haben da Nester. Da verstecken die Sachen drin. Oh, nein, da war so eine Planke, da war ein Loch. Genau, wenn wir hier oben drauf gehen und dann glaube ich da vorne rechts um die Tür, dann müssten wir glaube ich schon in den Raum kommen, wo die Bilder waren. Sind die Dorn von uns gewesen? Weiß ich nicht. Ja, du bist aber noch hier aus der Tür gekommen. Nee, Dorn habe ich nicht mehr an. Und da sind die Bilder.
Achso, die Köpfe hier drin explodieren die ganze Zeit. Achso, okay. Ich wundere mich, was explodiert oder was dämmert hier? Wird hier irgendwas gebaut? Nee, sind diese komischen Köpfe. Oh, so. Nein! Was hast du gemacht? Ich bin aus Versehen runtergefallen. Man muss schnell durch die Tür durchlaufen, da steht gerade so im Kopf, ne? Wenn du schnell durchläufst, trifft er dich nicht. Ich und David sind jetzt schon getroffen. Ich guck gerade, ob es vielleicht noch ein anderes Eingangsfenster oder sonst was gibt. Das war vielleicht noch ein bisschen... Lauf! Mann, ey. Achso, wir können auch Zeit hier rundenbasierten Modus machen. Mir geht das vielleicht besser. Ich glaube, ich komme mal zu euch, wa? Ich glaube, ich kann direkt an die Tür fliegen, dann trifft er mich nicht. Ich laufe jetzt da außen nur lang und gucke, ob man hier was ist. Sorry, Leute, das war gerade echt ein Kampf. Ich laufe erstmal durch. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier drinnen hin sollen. Ich bin in dem Raum. Ja, wir sollen schnell durch die Tür, schnell durch die Tür rüberlaufen, damit euch der Totenkopf nicht trifft. Müssen wir dann alle da hinkommen? Ist ja die Frage, wenn du das jetzt aktivierst. Ich, hier kommen immer wieder Gegner. Ich habe doch keine Ahnung, das wusste ich das letzte Mal auch nicht. Jetzt weiß ich es nach über 2 Wochen erst recht nicht mehr, welches Bild wir darauf legen müssen. Kann man Bilder drauflegen auf die Leinwand hier vor mir? Also das Gestell? Ach so, okay. Ne, hier ist ja noch so ein Gestell. Ah, der macht gar nichts. Kannst du das hier in der Ecke noch anquatschen? Das hier kann ich aber anquatschen. Ne, das kann ich auch nicht anquatschen. Geht nicht? Vielleicht die Dinger jetzt. Warte, ich mach mal kurz Rundenmodus. Ja. Ah! Krass, die Tür ist offen. Jo, war das richtige Bild. Da hatte ich es wohl. War ich letztes Mal nur ein, zwei Züge. Jolien, bist du auf dem Weg hierher? Ich bin, stehe draußen. Ich habe jetzt geguckt, ob ich hier irgendwie. Ne, kommen wir über aufs Dach auch geflogen. Weil hier ist eine Truhe, die müsstest du mal knacken, bitte. Ne, ich gucke gerade, ob ich, ob das jetzt hier alles... Achso. Ne, hier knallt noch. Mal erstmal gucken, wie ich hier aufs Dach komme. Hm. Hier drüben ist auch noch ein kleineres Vordach. Weil du jetzt nicht da ganz hoch kommst. Ja. Obwohl, du kannst ja links da auf das Haus, glaube ich, auch drauf. Und von da aus dann auf den kleinen Balkon und dann auf der anderen Seite. Nicht genügend Platz. Klingt ganz komisch. Komme ich denn da nicht hin? Ansonsten, wie gesagt, versuch's hier rauf. Aber bei mir ist jetzt eingefroren hier. Kann gerade nichts machen. Ich glaub, Heiler ist wieder abgeschmiert. Nö, bin da. Nö, okay. Bei mir ist das Spiel gerade. Ah, jetzt. Wo bist du hier? Ich stehe draußen. Ach so, oh, okay. Aber mein Fliegen funktioniert hier irgendwie nicht. Lass dich nicht irritieren, weil es in Grau unterlegt ist, ne? Trotzdem raufklicken, das geht schon. Ja, Jusen. Okay.
Also ich bin erst rechts von dir aufs Dach und dann links hoch, wo du jetzt bist. Ja. Wie geht's? Ja. Cool. Du musst doppelklicken. Ne, fliegen macht er gerade nicht. Ist gerade bei mir verbuggt. Ich weiß nicht, warum er gerade nicht fliegen will. Er macht das ohne mich, dann ist das so. Er hat von uns dreien die beste... Was brauchen wir dafür? Geschicklichkeit, ne? Nochmal, ich mach mal... Geh nochmal kurz aus, ich mach nochmal das Spiel aus und komm nochmal rein. Okay. Ich weiß nicht, warum er gerade nicht fliegen will. Ich hab die größte Geschicklichkeit von uns. Ja, dann probier du mal. Sonst speicher vorher, falls du so oft verkackst. Könnt doch auch kurz warten, ich bin doch gleich da. Oder so. Und dann guck doch irgendwas anderes da schon mal rum. Zimmer viel zu gucken. Dann nur noch ein Bild. Scharf. Okay, cool. Warum jetzt hast du die scharf da? Hat kurz geleckt, weil ein Spielerin kam. Brief an Oscar. Können wir eigentlich raus wieder, oder? Weil runter ist ja nur der sichere Tod. Why is the woman smiling? Das ist ein besessenes Bild, aber... Also hier in dem Brief steht, bringt diesen Brief zu meinem Haus am Wasser. Gemeinsam werden wir sehen, wer heißt denn der Typ? Brief von oder an? Wer hat den jetzt genommen? Ich hab Brief an Oscar Feras. Keine Ahnung. Mein Fliegen ist gerade verbuggt. Ich war erst das angedacht. Ja, hier steht, bring diesen Brief zu meinem Haus am Wasser. Gemeinsam werden wir sehen, ob die Toten euch Frieden anbieten können. Ich weiß nicht, Haus der Trauer da oben, oder? Der springt doch nicht. Warum springt er denn nicht? Dann gibt's viele Häuser am Wasser. Oh, auf jeden Fall wissen wir die... Das Passwort für die Tür. Aber was machen wir mit dem Bild, was hier steht? Das können wir nicht mitnehmen. Also ich habe auf alle Bilder geklickt, ich konnte nur auf ein paar bisschen was machen, aber sonst... Okay. Kannst du höchstens Ei drücken und gucken, ob du es einpacken kannst, aber. Weiß nicht. Die schwarzen Leinwände könntest du auch probieren, vielleicht einzupacken, aber ich glaube, die sind alle zu groß. Nee, das geht alles nicht. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon probiert. Da habe ich ja schon alles eingesteckt, was ging. Die Freunde Ecke hast du auch schon, ja? Markt mit Staubwedel. Das Bild. Oh, nix, ne? Okay. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Aber wir müssen noch einen Künstler befreien. Wohl doch nicht. Ich mach's noch richtig sauer. Weiter runter ist, wie gesagt, nur der sichere Tod, oder? Leute? Weil du warst ja schon unten, oder?
Ja, aber ich bin natürlich auch nicht überall hingelaufen. Ging ja auch ein bisschen schwer. Mit den Dingern, die da rumballern. Oh, jetzt ist... Ah, okay, okay, scheiße. Ah, es war so klar, dass Yuzi da nochmal runterläuft. Ah, wir müssen unten rechts zu Hillgrace Haus am Wasser. Unten rechts. Hillgraves Anwesen. Ah, also hinbeam zu Haufen Strand oder was? Oder was meinst du, David? Oh. Okay, dann ab zu Haufen Strand. Flaschen braucht man nicht klauen, oder? Das hier. Ach. Ich glaube, ich habe so gut wie alles gestohlen, was geht. Zumindest oben rum. Der war flach. So. Ausbild kann ich nicht mitnehmen. Kein Scheiß, lass mal. Alex, ich hab einen Arsch voller Bilder. Schön. Okay. Kannst du verticken. Hab, Cutscene? Oh, ah, krass, du hast das Bild weitergemacht, okay. Der Künstler. Come closer, so I can rip out your filthy tongue. Stop this. I love you, Oscar. And I know you love me. It's your gold I love, hogwife. But all the riches in Faerun would not be enough to make a life with you worth living. Oh, gods, aid me. It does not mean the things he says. You! Help subdue him, but be gentle. He's not to blame. Aid me. Du bist in dem Kampf, oder? Zu dir hinkommen. Gute Frage. So, Alex ist doch das unter mir, oder? Also kommen wir jetzt erstmal wieder zu dir, oder was, Shaolin? Ja. Weiß halt nicht, ob hier irgendwas drin ist. Also, bis jetzt greift mich nichts an. Okay, dann mach erstmal dein Ding da. Wenn zum Kampf kommt, sag Bescheid. Ja. Halt das ja beide, wie ich gerade sehe. Oh fuck. Und gleich wieder da. Ist die Frage, wie ich zu Alex hochkomme. Nach von unten kommst du eigentlich relativ leicht hier hoch. Musst einfach nur die Treppe hochlaufen. Ja, krieg ich einen Wumms ins Gesicht. Was? Geh ins Bett! Und kannst von dem Haupt hier unten, kannst du doch hier hochfliegen, oder? Ich da mal, wo ich stehe hier. Was ist das da eigentlich? Läuft sie jetzt echt innen durch? Okay. Nee. Okay. Ich glaube, das war der falsche Raum. Mann, Alter. Das nervt mich ja echt hart, dass mein Fliegen unterbrochen das ist. Das leckt, Alter. Du bist jetzt unter mir. Mhm. Genau, jetzt musst du hier rechts an der Seite die Treppe hoch. Da. Genau, die Treppe musst du. Also laut Quest sollen wir wieder hierher. Jetzt, da wo wir jetzt stehen. Dann bist du hier.
Laut Quest, was? Fliegenden Vasen kann man nicht klauen, schau. Nee, Quest geht hier unten jetzt weiter. Die ist jetzt weg bei euch. Das A's, okay. Ich würde sagen, wo bei bist du hin? Haufenstadt, ja? Ja, genau, Haufenstrand. Strand, ja, okay. Und dann teleportieren wir uns da hin, oder was? Peiler? Mhm. Du bist einfach reingelaufen und dann warst du woanders, oder was, David? Hä, wieso woanders? Ja, nehmen die du Pöbele. Achso. Himmelbirne! Okay. Ah, ich muss mal ganz kurz nach Diana gucken, die kommt schon wieder raus, hier schissen hier. Ey, wenn der mein Schwert wegpackt, dann sieht man meine Harfe nicht. Ja, die coolste Harfe hier im Dorf. Du nicht. Klar. Klar. Aber du kannst sie nicht spielen, glaube ich. Du auch nicht. Hat auch gar nicht behauptet. Richtig, aber du also kommst hier mit der Werte gut zur Harfe, hä? Ich gesagt, ich euch cool, nicht. Nicht, dass ich sie coolen spielen kann, Jusen, hör mir doch zu. Ich höre dir aber nicht gerne nicht zu. Nee, will ich, es ist auch, muss ja, auch nicht. Mal. Jetzt übertreibt er, oder, Jusen? Ja, ein bisschen. Da wird doch mal kurz die Schubserkleine hier. Geht ja auch nicht klar hier. Da muss man wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Bist du ein scheiß Magier, Alter. Was das? Okay, jetzt packt er aus. Was jetzt? Peil ist nicht da. Nein, ich fertig mit Jusen. Peil ist noch gar nicht, doch Peil ist unten. Was? Gut, ich bin mal so mutig. Yay, mein Fliegen geht wieder. Nice. Oh ja, da hinten steht einer. Hier ist ein Hebel. Ah, den kennen wir doch Moin. Schon. Moin. Peil rennt einfach rein, okay. Ja, den kennen wir doch schon, mit dem haben wir doch schon gequatscht. Achso. Und das ist doch ein Händler. Okay, Peil ist im Gespräch. Mal gucken. Ich weiß, dass ihr Oscar geholfen habt. Ich habe euren Brief gefunden. Genau. Ja, würde mal sagen. The painter. Yes, I remember. He wanted to contact a tormented spirit. I gave him exactly what he desired, and for a pittance, given the complexity of his request. His inability to follow simple instructions is hardly my fault. If he wanted his safety guaranteed, that would have cost him extra. Mhm. Consultations with myself and my spirit. Okay, du willst es nicht sagen? Lass uns kämpfen! Darauf wird so oder so hinauslaufen, glaube ich, oder? Vielleicht kann er sogar in unser Team kommen. But you understand. Wird gerne noch mal gucken. Wird gerne noch mal gucken, was er zu verkaufen hat, dann könnt ihr ihn töten. Aber wieso, wenn wir ihn killen, kriegen wir doch seinen Scheiß. Ja, aber nicht alles. Ja, stimmt. Vielleicht hat er ja noch was Schönes. Do not worry. It is of an earthly nature. It regards a conduit of mine, Thrombo, who has recently deserted his duties. He has not gone far, but given the sensitivity of his nature, I would prefer that he is not. Mein Fresse, der hört's ja gerne selber reden, wa?
Return Thrumbo's body to me. Then I will give you what you need to cleanse Oscar of his spectral interloper. Na gut. Also ich habe nichts dagegen. Und dann töten wir diesen Trubus und fertig. Was für ein Bus? I thought you were the type to shout his name from the rooftop. I would never have offered you the job. Thrumbo is not alone in his ingratitude. He has led others in my service astray. Three of them, beggars and zombies alike. The others lack even Thrombo's modicum of intelligence. It should be no great task to wring his location from one of them. Nein. The arrangement is made. They will follow your progress with great interest. As will I. Julio. Okay, dann stirbt er wohl noch nicht. Naja, wir können auch einen für ihn töten, dann gibt er uns das Geld und dann kann er sterben. Yet you stand in my presence, but of course. Na gut, aber mit der aktuellen Quest, die wir gerade machen, hatte das gerade gar nichts. Na doch. Er hat doch gesagt, er gibt uns das quasi, er hilft uns, den Geist aus dem Typen zu treiben, wenn wir für ihn auch einen Gefallen tun. Das heißt, wir können jetzt sein. Naja, müssen wir jetzt erstmal. Wo ist denn der Dude? Na, das habe ich jetzt nicht gelesen, wo wir ihn gefragt haben. Da war ich gerade in der Küche. Entweder habe ich es überlesen oder ich habe nicht aufgepasst. Ja, oder die Quest zeigt uns das an. Naja, ist einer von den vier Zombies, die hier rumlaufen und die Husen da schon mal schlagen wollte, glaube ich. Ja, ich muss sowas nie tun. Oder Peiler, keine Ahnung. Eine Quest schickt uns in die Unterstadt jetzt wieder. Müssen wir in die Unterstadt oder nicht? Weiß ich nicht, Timmy. Alex ist auch gerade in einem Gespräch, wo ich aus Versehen reingeportet wurde. Keine Ahnung. Ich verkaufe jetzt mal. Da habe ich nicht drauf geklickt. Okay. Wenn er mit seinem Dude reden will, dann komme ich automatisch zu Alex. Okay, ist klar. Peiler, du kannst mir die ganzen Bilder geben. Das kann ja dem Dude verkaufen hier. Der hat 7000 Gold. Ja, in der Unterstadt geht's weiter. Und Jusen? Jo. Den hier müssen wir uns merken, den Asthmatiker. Der Asthmatiker? Der hat Hügelriesenfinger gehabt. Oh, okay. Für dein Solospiel musst du dir den merken. Den ihr gerade voll quatscht, ja? Ja, genau den. Ah, okay. Also mir hat er jetzt gerade eben noch angezeigt, dass wir hier unten Stadtkanalisation müssen. Jetzt ist der Questmarker weggegangen. Aber eigentlich ist er ja noch voll auf dem Haus drauf. Wartet, Peiler? Ja. Okay. Vorher nur. Ja, Peiler, das ist da... Es wird halt nur angezeigt, dass da die Quest abzugeben ist, denn. Weißt du, dass dieses komische gelbe Viereck da oben meins? Er wird angezeigt, dass es hier weitergeht, oder geht's oben weiter? Nee. Da ist nur noch Raum hinter. Oder? Welche Mission ist das überhaupt? Wo seid ihr denn? Noch gar keine Orientierung. Ja, du musst einfach porten. Entweder Unterstadtruin, morphosischer Dings oder Tempelball.
Ich weiß auch nicht, wo David gerade ist. Bist du noch außerhalb, David? Ja, nee, dann wird einfach. Aber da waren wir doch schon. Ja, aber unten rechts zeigt er mir jetzt, also mich hat er jetzt gerade hierhin geschickt und dann zeigt er mir jetzt ganz unten rechts nochmal die Quest an. Er ist gerade gewandert, aber ich denke, wir kommen da an einem gleichen Ort wieder raus. Oder wo kommen wir da raus, wenn wir da unten rechts gehen? Ja, in die Stadt. Ach, die Tür da oder was? Kein Blassen. Ja, ich glaube, da kommen wir einfach wieder raus und dann schickt er mich wieder in die Stadt. Aber als ich mich runter teleportiert hat, hat er mir hier vorne einen Questmarker angezeigt mit der Quest halt. Also, weiß jetzt einer, wo wir hin müssen? Ne, die Quest sagt ja hier auch, dass wir noch das Haus hier untersuchen sollen. Ja, das zeigt sich jetzt auch wieder an. Erkunde das Anwesen des Ars Mystikers. Aber darüber steht ja, befreie den Künstler, und das kriegen wir ja nur hin, indem wir seine Quest erfüllen. Deswegen glaube ich, dass das nun Abgabepunkt hier, ist. Finde den Diener. Wir haben eingewilligt, Leichnam dem Diener zu nehmen. Bumbo haben wir noch zwei gezogen. Okay, teleportiere mich mal er vom glaubt, dass Trumbo noch irgendwo in der Unterstadt ist. Genau, na das hat er ja auch gesagt. Wir haben Dings gefunden, er will ein Boot kaufen und sie alle in die Freiheit rudert. Wir sollen sie am, wir wollen sich am Strand treffen. Also eine Unterstadt am Strand irgendwo. Die Unterstadt, welchen Strand an der Unterstadt? Du hast einen Überlebenswurf gewürfelt. Nicht wirklich, dabei da unten. Ja, ich stehe gerade hier. Außen. Na, ich komme gleich, oder? Irgendwie raus. David hat auch einen Aufhell geschlagen. Aber wir könnten hier unten stehen. Ich weiß nicht, David. Das war für mich kein Strand, ist ja. Aber. Wo ist denn in der Unterstadt bitte sonst ein Strand? Na, hier ist kein Strand. Ja, oder hier drüben rechts. Naja. Da sind wir in der Unterstadt, du Hank. Steh doch da. Komm auf Karte. Ja, gut, stimmt. Hast du recht. Aha, jetzt ich sehe, aber ich sehe euch nicht. Aber wenn das hier alles, was ihr gerade auf der Karte seht, als Unterstadt zählt, dann haben wir auch noch ja nicht alles am Wasser und so aufgedeckt. Was, wir sind hier oben. Ich bin hier oben. Wo hier oben? Draußen? Draußen am Haus lang? Nee, da muss ich wieder raus. Warte kurz. Bin ich im Haus. Ich war gerade in der Unterstadt. Nee, Unterstadt heißt auch oben. Das ist die Kanalisation in der Unterstadt. Richtig. Das ist quasi die Unterstadt der Unterstadt. Hm? Also kann ich mich so Unterstadtruinen einfach porten oder was? Nein, komm zum Haufenstrand. Du wolltest doch deinen Wahrnehmungswurf hier ausprobieren. Deswegen stehe ich ja die ganze Zeit hier. Ich sehe dich. Achso, da vorne. Komm mal. Das kann nur noch Usen herkommen. Guck mal, bei ihm was klappt. Jo. Aber man hätte auch einfach graben können, wie das aussieht. Jo. Und, war was Jute drin? Ein Ring, ein bisschen Gold. The majestic shark. Relentless, aggressive.
and unfortunately delicious. This one's days of predation are now over. So, na, irgendwo muss ja dann jetzt hier dieser komische Typ sein. Er sieht ja aus wie geleckter Dude. Aber sicher, dass wir hier an der richtigen Ecke sind? Nö. Aber wir können ja, wie gesagt, der Wasserbereich, sag mal, geht ja hier ganz schön weit über die Karte. Und wenn das alles als Unterstadt zählt, dann muss man ja erstmal alles ablaufen eigentlich. Hier ist auch noch eine Quest, irgendwas mit dem Landhaus hier. Was wir besuchen sollen. Hier ist kein Zombie. Was sagst du? Ich habe gesagt, hier bei mir ist kein Zombie. Na, Zombie oder ein Bettler kann es sein. Wie hieß der Tuskorn? Hm. Irgendwie Tumbro oder sowas. Ich habe hier einen komischen Ork vor mir zu stehen. Aber ich glaube, ich mische mich hier schon gleich wieder in eine Sache ein, die uns eigentlich nichts angeht. Hier ist auch eine Luke, vielleicht sollte man da mal rein. Blut vorm Haus. Da ist eine Luke, ja. Die ist leider verschlossen. Hm. Falls Charlene Zeit und Lust hat. Wissen nicht, Alex, sollen wir uns mit denen. Bitte? Ich habe hier eine Luke, wo man vielleicht mal rein könnte. Vielleicht ist er da irgendwo drin. Ich glaube nicht, wir müssen ja eigentlich am Strand suchen. Das ist ja alles hier nicht am Strand, wo wir gerade sind. Die Luke, doch, die Luke, wo ich bin, ist am Strand, am Wasser. Weichhammer. Kann dir die Luke gerne aufmachen. Okay. Du kannst auch einfach durchs Haus laufen. Nö. Cool, hättest mir auch sagen können, dass jener steht. Ich bin das. Ja, ich kann die. Irgendjemand bewacht das Ding, ja. Der hat Vision okay. Hier drauf. Der hier. Wer? Na, jetzt nicht mehr. Ach, der da unten oder was? Ja. Achso, den kann ich doch versuchen auszulenken. Ist hier öffnet. Ah, okay. Jetzt kann man rein. Bin drin. Oh, okay. Sehr knuffig hier unten. Oh, hier sind überall Fallen. Pass auf, Jusen. Pass auf! Och Mann, ich sag doch noch, hier sind überall Fallen. Ja, Digga, entspann dich. Sorry. Es war schon im Laufmodus. Du hast es gesagt, ich konnte gerade nicht so schnell reagieren. Tut mir leid. Ich bleib jetzt hier stehen, okay? Bäumchen schubsen. Ja. Ja, hast du ja auch was gemacht. Ja, seid ihr doof? Das war doch nicht mit Absicht. Klar, das war mit purer Absicht. Nein, das ist natürlich nicht. Meine Wahrnehmung ist fehlschlagen. Hier sind noch mehr Fallen. Vor mir. Kann sie noch nicht wahrnehmen. Ne, vorne ist safe jetzt. Jusen hat sie ja alle ausgelöst. Stücke. Es war ja. Doch nur eine. Hier vorne. Da vorne war ich noch nicht. Soll ich mal. Ja, der Draht da. Kannst du den mal wahrnehmen, den Draht? Ja, nice.
Alter. Oh, ja. Ich bewege mich gar nicht mehr. Ey, gut, dass dein Charakter außen rumgelaufen ist, Diggi. Ich hab's gerade gesehen, wo ich die Kamera gedreht hab. Pyla, kannst du deine magische Hand wirken für den Hebel da? Kann ich gleich machen, aber dann lasse ich David looten, dann mache ich das. Weil da kann keiner hin. Nee, kann man noch nicht hinfliegen. Musst du mal gucken, ob du mit der magischen Hand dahin kommst. Na, reicht es nicht, das Ding einfach nur anzuschießen? Kannst du natürlich auch probieren. Aber ich wollte es dann cool machen. Ist es denn? Wo ist es denn? Hat's gereicht? Ja. Es hat gereicht. Ach Mann, hier wäre sie gewesen. Ich hab sie ja schon ausgerüstet. Cool. Dann ist die Kiste wieder zurückgestellt. Ja, weil der wird lustig ist. War ich denn das jetzt auf einmal? Ja, weil du es auch warst auf einmal. Ja. Läuft. Also Leute. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Das Spiel steht unter dem Hashtag nicht nachmachen. Hä, wieso denn? Hä? Lass mich raten, liegt an mir. Anti-Mates. Nee. Wir sind einfach der Chaotentrupp. Ja. Der zieht sich durch jedes Spiel. Mal läuft's gut und meistens ganz chaotisch. Pass auf, Falle. Ist eine Falle? Ja, die Kiste, ich hab's doch gesehen. Naja, ich sag's dir lieber nochmal. Lalalalalala. Bei dir bin ich mir nicht sicher, Jusen, ich sag's dir lieber vorher. Merkst doch, dass auch manchmal das nicht hilft. Nö, aber dann kann ich sagen, ich hab's dir ja gesagt. Ja, das also, stimmt. Das nur für dein Gewissen, okay. Na ja, klar. Lupsig, mach mir um dir Sorgen. Mach dir mal Licht. Ich hätte es mir gewünscht. So, können wir jetzt hier einfach rausschwimmen oder was? Ne, ich glaube, dann sind wir tot. Echt? Können wir nicht schwimmen? Ich kann da nicht hinspringen und ich kann da nicht schwimmen, ne. Ne, da ist auch nichts weiter, wenn man so guckt. Das war für ein Anus. Da oben ist ein konservierter Fisch. Na denn, lassen dir schmecken. Sinkt der, wenn ich ihn anschieße? Nö. Er verschwindet. Schade. Jetzt hast du ihn entkonserviert. Dann ist er an seine Bestandteile mikroskopisch klein zerfallen. Wäre cool, wenn er jetzt so ein Lied gesungen hätte. So ein Seemannslied oder so. Vom alten Banks? Vom alten Banks, ja. Banks. Kurzer Moment, bitte. Banks. Hier mit. Da hier. Jetzt sieht er nach Strand aus. Ich glaube, da laufe ich mal als nächstes hin. Ah, war das nicht? Nee, das ist das Haus daneben. Okay. Lauf schneller. Das kleine, das war eher nur eine Strandlippe und da waren wir schon mal, aber ich gehe trotzdem mal gucken. Aber es heißt richtig Strand, oder was, David? Ja, nein, da steht. In der Quest steht drin, dass er sich am Strand mit denen treffen wollte. Aber an welchem Strand? Der Strand da. Ist das auch nicht.
Moment, das ist ja hier eigentlich alles kein Strand. Das ist ja eher Hafen auf der linken Seite. Wir müssen halt seine Zombie-Gefährten finden. Er hat uns gesagt, Trumbo habe noch 3 Zombie-Gefährten. Wenn wir sie finden, können sie uns vielleicht sagen, wo Trumbo ist. Obwohl, hier unten ist doch ein Zombie-Gefährt. Aber gut, wird wahrscheinlich nicht der richtige sein. Oder wir quatschen hier mal mit den Toten. Hier oben in dem Haus sind ganz viele tote Zombies. Wie wär's denn, wenn wir hier... Versuch dein Glück. Ich hab den Totenspruch nicht. Ich auch nicht. Lösen? Oh, das ist eine Schriftrolle. Ich kann nur mit Tieren quatschen. Nee, ich glaube, du kannst auch mit Toten reden. Oder David war das. Eigentlich war es David, der mit den Toten geredet hat, ja. Nee, du hast... Nee, stimmt, Alter, du hast noch eine Schriftrolle letztens gehabt. Und Wollo, mit Wollo hast du auch gequatscht. Du hast doch 2 Schriftrollen, sehe ich gerade. Wie lange das mit Toten sprechen sehe ich doch, du hast 2 Schriftrollen. Mit Toten sprechen. Naja, dann kann sich dir doch einer von euch nehmen. Jo, David. Dann liegen wir noch ein paar. Ich quatsch erstmal mit dem Zombie-Viech unten. Oh, ja. Gibt's doch... Wo war denn der fucking Strand, Alter? Oh. Ich bin mitten in den Kampf reingelaufen, Leute. Reingelaufen. Ich bin eigentlich bloß die Dings runtergegangen. Und warum greifen die mich an? Wer seid ihr? Low Black. Großer. Udio? Okay. Keine Ahnung, warum die mich jetzt angreifen. Oh, okay, ich komm zu dir, Peiler. Jetzt bin ich dran. Dann kann ich mal erstmal warten, bis ihr da seid oder einer von euch. Kommt mir die Wache mal zur Hilfe? Die sieht es doch eigentlich. Ja, dreht wieder um. Ist klar. Ne? Wenn man selber Scheiße baut, kommen die Wachen. Und wenn man mal Hilfe braucht, dann kommen sie nicht. Kleine Bastarde. Gibt's auch einen Teleporter? Abgrund ja. Heißt der, glaube ich. Abgrund? Nein. Nee? Wir müssen, glaube ich, hier hoch, David. Ich bin unten am Wasser. Okay. Rechts runter. So, das ist da hinten, das ist Low Blank. Hier. Oder hier runter, geht auch. Oder ihr seht es ja schon von da. Ach so, ja, wenn du da unten bist. Die fast vor dir. Nein. Oh, ja. Sorry. Na, mal gucken. Untersuchen. Okay, nichts Besonderes. Ein extra Angriff kann der. Mhm. Okay. Warte, ich kann die vor dir wahrscheinlich erstmal platt machen. Na, oder ich gehe da erstmal weg. Nee, kannst du nicht, sonst hauen die dich. Da hinten geht nur. Ne? Warte mal, David. David, ich würde den mal in der Nähe von dem hier vorne hinspringen, ja? Warte. So, jetzt könnt ihr ran da. Siehst du, und ich kann doch weg. Ja gut, dass du dich teleportieren kannst, wusste ich jetzt nicht. Doch, das kann er. Oh, seid ihr noch Kampf? Ja, aber kriegen wir hin. Warte, ich kann normal hitten. Sehr gut.
bin da nur langgelaufen, Alex, ich schwöre. Mal gespannt, was sie macht. Wenn jetzt alle gleich mit ihrem Zug fertig sind. Ja, aber komm ich doch nie noch um die Ecke. Und der wird halt noch seine beschworenen Viecher da. Und die chillen da oben. Was habt ihr denn? Steht da hinten in der Ecke, siehst du sie nicht? Ja. Ist der andere, der liegt bei David da. Der liegt unter meinen Tatzen. Sonst musst du erstmal hier hinfliegen und dann triffst du sie besser oder so. Oh. Ich hab keine Bewegungsrate mehr. Okay. Mach den Flattermann! Borg, Bocke, Borg, Borg! Unser kleines Hühnchen. Das Zwergenchicken. Oder triffst du sie doch? Nee. Er unser läuft. Kleiner, nee, doch nicht. Unser kleiner Chicken Nugget, ja. Mhm. Jetzt kommt er ja bis ran geflogen hier, oder was? Mit Spurten drin? Okay. So geht's auch. Hast du gerade David angegriffen? Nein. Mm-mm. Den unter seinen Füßen. Achso, okay. Alter. Alter, das hat sie gut gemacht. Oh, war nicht schlecht. Hat mich sogar fast getötet, aber jetzt ist sie wieder bezaubert. Also von daher. Ist hot, war David? Mach ja auch mal ein bisschen Feuer unterm Arsch. Gut, nice. One-Shot. Mit Standard-Zauberspruch. Toll, hat nur einen Bogen bei. Hat mir ein klein bisschen mehr erwartet, wa? Hättest du ja mein Amulett auch nehmen können, Digi. So. Ich hätte auch noch ganz andere Sachen machen können. Aber ich suche immer noch den Strand, wo wir hin müssen. Na, ich glaube, es gibt nur einen Strand. Das ist da, wo wir uns hinbeamen können, Pyler. Was ist denn jetzt schon wieder? Alter, Pyler, machst du jetzt hier nur noch Kämpfe, oder was? Nein, der hat... Warum? Du darfst da unten, glaube ich, nicht langlaufen, Dicker. Ich hab doch oben gedrückt. Sie ist doch da unten lang gelaufen. Sie hätte doch auch oben lang laufen können. Mit was kämpfst du denn jetzt? Mit den Riesenviechern. Mit den Soldaten. Aber die rennen weg. Also, ich hab nicht mit denen gekämpft. Die haben mich jetzt angegriffen, aber... Ja. Ich bin auch da. Werden es nicht immer mehr, wenn wir die jetzt bekämpfen? Weiß ich nicht. Ja, die sind ja jetzt weggelaufen, oder? Nee, die stehen über mir und greifen dann wieder an. Nee. Na, sonst kommt doch mal einfach mal hier hoch. Ich muss erst mal gucken, wo ich mich überhaupt hin positioniere. Oder? Okay, dann kämpfen wir, ja? Okay. Also wir haben vor 15 Minuten geladen, bevor wir hier quasi in den Untergrundkeller gegangen sind. Also nochmal neu laden oder kämpfen? Das sind jetzt die zwei Optionen. Hast du richtig erkannt. Was machen wir? Na, lass doch mal gucken, was passiert, wenn wir die beiden bekämpfen. Laden können wir ja immer noch. Okay, dann go. Ich kämpfe an. Wow. Okay. Na, weil es so schön war? Krass, Jusen, krass. Na, Alter, okay. Ist doch schon viel besser. Ja, ich muss erstmal aufwärmen. Willst du mich verarschen? Ich kann mich nur so weit teleporten, wie ich selber laufen kann, oder was? Nee, so weit du gucken kannst. Kann er nicht aufs Dach gucken? Das ist echt scheiße. Naja, du brauchst auch die Bewegungsrate dafür, ne? Nee, zum Teleportieren nicht. Deswegen, er muss es aber sehen. Und da unten siehst du halt nicht so viel. Du siehst nur deine Ebene da unten, theoretisch. Das wird jeder mal.
Ja, da oben ist doch gut. Bist erstmal aus dem Gröbsten raus, glaube ich. Aber ich glaube, ich stelle mich trotzdem eher. Hier so hin. Kann er jetzt eh nichts machen? Oh, doch, ich kann mich noch heilen. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. David, aber bis jetzt passiert hier nichts weiter. Also bin mal gespannt, ob wir die vielleicht so platt machen können. Dann können wir vielleicht das Schiff noch plündern, was sie hier beschützen. Weil die haben noch nicht angegriffen. Also dich haben sie angegriffen. Aber du hast uns überlebt, also kannst du nicht so heftig sein. Ja, aber ich hatte über 50 Leben verloren, also. David, du bist dran, ne? Ja, ich hab grad nur. Ja, runter. Ja, ach komm, David! Die sind gegen Blitz verwundbar, Peiler. Mhm. Also doppelter Schaden mit Blitz. Yes, yes, jo. Haha! Haha! Ha. Okay, jetzt klappt's ja. Haha! Ha. Okay, hätte ich nur Kettenblitz? Kettenblitz könnte ich aber auch selber wirken. Da kommt sonst ein normaler Blitz, aber der geht. Ne, das ist der Strahl, ne? Hier okay, stehen die in einer Linie? Ne, leider nicht. David, machen wir den hinter dir. Das wäre mir lieber. Ich kümmere mich um den hier vorne. Ich mach's einfach mal. Nur 25% Trefferquote? Wollen die mich verarschen? Ach, super, da steht ihr mir alle im Weg. Okay. Der hat für seine Tage. Detonation. Ja, der wird gleich explodieren. No. Das heißt das Wort? Ich hasse ihn. Zum Glück hatte ich noch genügend Bewegungsrat, um da rauszurennen, Alter. Ich will da rein. Gucken, kriegt den Blitz über den Kopf geschossen? Na, hab ich doch. Nee, ich würde dich erwischen, Alex. Dann mach doch irgendwas Normales, weil der detoniert doch jetzt sowieso. Ja. Kannst du in ein kleines Müll nach rechts gehen? Warum willst du denn da jetzt einen Zauberspell versperren, wenn er jetzt eh gleich selber stirbt? Ja, der sprengt sich jetzt in die Luftpeiler. Was dran haben. Hätte ich vielleicht doch Detonation besser erklären sollen. Auch nur 6 Schaden nehmen. Er will abhauen, Leute. Ja, ich renn hinterher. Na toll, ich kann nicht hinterher. Wir verhindern. Na, ne, erstmal David soll da hinspringen. Na, jetzt ist doch okay, die, alles gut, ja. Alles gut, Leute. Super. Können wir einfach unsere Züge überspringen und fertig ist. Ja, genau. Ja. Zack, Hammer. Aber so stark sind die doch nicht. Geht auch voll. Oh, wenn alle Eifel aus der Leben Stadt weg haben, explodieren so. Alex, lass das Schiff gehen. Kannst du plündern, die Truhen hinten. Ja? Ja. Aber reingehen können wir nicht, wa? Oder? Ja, sieht nicht so aus. War hier überhaupt einer, die zu ist?
Nachforschungen erfolgreich. Was hast du jetzt gefunden? Nichts. Da stand bloß Nachforschung erfolgreich. Oh, was hier? Gedankenschinder-Parasiten. Alter. 6 Stück. Das ist geil. Ja, Frachtlieferung, nice. Dann müssten wir jetzt 10 haben, ja. Ja. Alter, nice. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich schon mal gelohnt, ja. Also dafür müsste man die Soldaten auf jeden Fall mal schnell nachgehen machen. Erst recht, weil hier die irgendwie zumindest bei uns jetzt nicht mehr rufen konnten. Ja, jetzt müssen wir mal wirklich gucken mit 10 Stück, was wollen wir denn noch so machen? Also auf jeden Fall noch ein paar Passive mitnehmen. Naja, wir jeder müssen uns hier halt teilen, immer durch 4, ne? Naja, ist klar. Oder aber halt erstmal bei dem, wo noch was fehlt, was machen. Das ist klar. Aber ich meinte jetzt, dass jeder noch die die Passiven mitnimmt, zum Beispiel wie bezaubern oder sowas, weißt du? Genau, na, ich hab das ja alles, ihr seid ja erstmal dran. Ich kann das natürlich jetzt wieder nicht machen, weil ich eine Eule bin. Vielleicht bin ich auch ein Bär. Dein Eulenbär ist aber auch wirklich kacke. Ja, ist ja nur neidisch. Weil du nicht so seidig glänzende Federn hast wie ich. Kleiner Gnome, ich fresse jetzt ein Frühstück. Freies Wirken. Okay. Aber wo ist denn Bezaubern bei den Insektenfähigkeiten, sag ich mal? Rechts in der Mitte. Glück der Fernreiche? Ja, in der Mitte. Und dann da drunter. Das Auge usen, mit dem Dreieck oben und unten. Okay, das Auge habe ich. Rechts, mittig, das Auge mit den drei oben und unten. Das auch Auge hab ich, ja. Dann nimm noch psionische Dominanz, können wir beide auch mitnehmen. Okay, ja. Nehme ich auch noch mit. Also ich habe erstmal 2 investiert. Ja, ich auch. Jetzt haben wir noch 6, dann Karl muss warten mal bis David da nochmal frei wird, weil alles andere ist eine Aktion. Wieder hier. Bei mir. War nicht irgendwas, was du geskillt hattest hier, dass die immer diese Wurfnachteile haben, oder haben wir das alle schon? Die Wurfnachteile? Na, wenn du jemanden angriffst, ist hat er doch einen Nachteil in Geschicklichkeit meistens, glaube ich. Achso, Attributsentzug. Genau. Weiß ich nicht, ob das schon alle haben, Attributsentzug. Ja, jetzt müsste oben rechts sein oder so. Oder? Genau. Ist oben, ja. Ich bin drüber gerannt. Oben in der Mitte. Ja. Attributenentzug? Nee, hab ich noch nicht. Ja, dann mach das mal. Nimm das mal auch. Okay, hab ich. Und ganz oben rechts hast du Elitiden-Expertise. Hast du sowas? Das hab ich auch noch nicht drin, nee. Na, dann nimm das auch noch mit rein. Aber wollen die anderen nicht noch irgendwie was verteilen? Was hat dann Peiler? Also ich hab hier 3 Leute an einem Strand, die angeln. Ich habe eine Höhle, einen Höhleneingang und ich habe einen Ausschlag hier unten am Strand, wo ich den leider nicht aufdecken konnte. Wir wollten kurz erstmal. Ja, wir wollten kurz mal die Elitidenkräfte machen, Digga. Ja, ja, aber ich wollte bloß fragen, ob er dann herkommen will. Ja, guckst du vielleicht auch mal rein in den Wurm? Ja, habe ich ja gerade eben schon. Ich bin bloß da unten gelaufen. Okay, aber was willst du denn noch investieren, Peter? Fehlt dir irgendwas? Hast du schon Attributsentzug? Wo ist das nochmal? Oben in der Mitte. Das da? Nee, Glück. Das da? Er hat Glück der Fernreiche und dann da oben, weit eins oben links. Hast du noch nicht? Nee? Ja, das. Glück der Fernreiche kannst du auch nehmen? Denn eins da drüber kannst du nehmen? Das da? Und du kannst. Genau, okay. Das da. Überzeugen und täuschen. Aber halt macht er denn überhaupt. Und links davon auch. Das da, genau, Attributsentzug. Ne, den nicht. Okay. Den nicht, den nicht, oh. Den nicht. Zu spät. Oh. Attributsentzug, Digga.
Ja, sorry, ich hab mir gerade am Auge gekratzt. So, ja, mach ich das beim nächsten Mal, wenn ich eine finde. Dann hat David noch zwei. An die Larve ja leider nicht wieder rausgehen. Da sind auch noch drei Leute. Das ist so ein Menschen, aber drei. David, du wirst keine Larve mehr investieren. Er kann keine Larve investieren gerade. Achso. In seinem Zustand. Okay. Er ist doch ein Eulenbär, er kann gerade keine Larven aktivieren. Okay. Kann meine Krallen nicht investieren. Ist halt gerade ungünstig, aber gut. Wo lang? Ein Pfeiler ist da vorne irgendwo. Buddel mal usen. Bin dabei. Oh. Hey, Pallas im Gespräch. Würde mich wundern, wenn die viel zu erzählen hätten. Hier hingeht. Okay. Ah, hier sind ein paar Leute zum Quatschen, nice. Auf jeden Fall haben wir schon mal XP dafür bekommen. Jetzt ist er wieder rausgegangen, ich hab doch nach vorne. Oh, na, ich, nee. Oh, ich hab schon halt Sympathie. Nee, Minus. Du hast keine Erlaubnis hier zu sein. Also entweder greifen wir die an oder ich gehe wieder. Was ist denn bitte? Walk, walk. Na, das sind auch die hier über uns beten. Ah, und so. Ich wollte. Okay, wollen wir lieber rausgehen? Und versuchen das auf dem friedlichen Weg zu machen oder wollen wir einfach durchkillern? Ich wollte gucken, was für ein Viech die da auf dem Tisch haben. Weil das sieht aus wie so ein Zombie-Ding. Aber gut, wir können eh nicht mit dem quatschen. Es sieht nicht aus wie ein Zombie, sieht aus wie eine Kröte. Ja. Das sind Zauberer. Also, was jetzt? Weiß nicht, ob wir die alle platt machen wollen. Ich weiß ja auch nicht, ob wir wirklich Leute brauchen, um das Spiel zu beenden. Oder ob das eigentlich auch in der Vierergruppe geht, ohne andere Verbündete. Oder ob wir dann alle sterben, oder keine Ahnung. Lass sie hier doch machen, was sie wollen. Ich gehe. Also war Doni richtig. Ja doch, wir müssen nur vielleicht mal mit den Leuten hier in den Tempel quatschen. Vielleicht geben sie uns die Erlaubnis, hier reinzugehen. Aber es ist ja eigentlich nicht das, nachdem. Ich hab ein Problem, ich komm nicht raus. Ja. Wieso kommst du jetzt nicht raus? Weiß ich nicht, der sagt nicht erreichbar. Ja, ich bin mal hier auf die Ecke. Ja, ich bin im Kampf. Er ist im Kampf, okay, Leute. Okay. Wir können wieder rein und sie fertig machen.
What tribute do you bring to honor the wave mother's fallen daughter? Bin hier nur auf die Ecke gesprungen. Da wo, genau da wo Yusen hat. Komm. Ja. Then you know as well as Umberlee that blood, your tribute is well received. Breathe deep as she permits. An act of divine blessed. It was a rusting. Mein Gott. Blood into the big. She would have suffered a terrible, agonizing death. Find the master of this poisonous beast and. Mann, lass mich gehen. Danke. Ich habe noch eine Quest angenommen anscheinend. Mit Schnelldurchlauf. Mann, warum es immer so dunkel wird zwischendurch? Ach so, wenn jemand hier so ein Fliegen ausgewählt hat oder sowas. Wenn man diese Käferkraft nutzt, dann wird es dunkel, ja. Käfer. Ja, sind doch Käfer einfach nur. Das sind Larven. Sind oder Larven keine Käfer? Sind das keine Käfer? Ich glaube, Larven werden, wenn dann zu Käfer. Okay, die ist tot. Ich hab sie kaputt gemacht, scheiße. Also gegen Zauberer ist das ja mega effektiv, ey. Ja. Gerade wenn die so ein heftiges Ding machen. Wow. Oh. Was? Wasser Banana Element. Joe? Ah, Wasserelement, okay. Haha, Mist. Ich bin früh gefreut. Ein halbes Haar. Okay. Wollt er mich schubsen, der Idiot? Geht denn hier ab? Okay, hat er versucht, hat er. Wen willst du übernehmen, Schaulinchen? Mach den da. Wartet kurz, ich kann sie. Ist schon tot? Ja, leider nur Müll, aber was haben die hier? Alter, warte doch mal kurz auch, bis die Gruppe sich gesammelt hat. Wieso, wir sind doch gesammelt, was soll das, hä? Genau deshalb. Das sind doch nur ein paar. Nein, ist okay, David hat ja recht, das einfach, wir sind ja gesammelt. So, der die meisten Blödsinn macht, macht jetzt die Fresse am weitesten auf, ja, mein Freund? Na klar. Nur weil ich eh mal vorlaufe. Ja. Oh, Schalinchen ist da noch drin, nice. Mach die Dudes hier gleich alle platt. Na dann go. Wo kommt der Typ denn her? Von hinten kommt noch einer. Einer. Wenn ich mal drankomme. Von hinten? Ja. Ja. Oh. Jungfrau, ja. Irgendwas. Oh. Kümmert euch erstmal um die. Ich mach die hier Pech, vor mir. Pech haben, wir mag uns jetzt vielleicht die ganze Stadt nicht mehr. Ja, das wird doch darauf hinauslaufen, Digga. Mist. Wir werden gucken. Ich muss einfach alle Leichen in die Hosentasche einpacken und dann machen wir die ins Lager und dann findet die erstmal niemand mehr. Du weißt bitte mal nicht, ey. So, bleibt vor mir stehen, bitte. Genau. Noch einer hat sich einen rein hier.
Oh, der ist an mir vorbei, das ist scheiße. Ungültiges Ziel. Baut der die Bahn von mir aus in die Richtung, wo ich schieße? Na, ich bin ja mal gespannt. Ah, nee, so läuft das. Ah, alle klar, ich verstehe schon. Okay, ich habe den Nachruf schon mal ausgelöscht. Ausgelöst? Aufgelöst. Ich bin ganz aufgelöst. Pyler, kannst du den bei dir killen? Also der bei Yuzen steht? Bei mir steht doch gar keiner mehr, der ist tot. Da wird mir noch als Leben angezeigt, der vor dir. Sollte mich vielleicht vorher... Von mir ist doch gar keiner, hä? Das bin ich, David. Der greift mich an. Ach so, das bist du. Ja, sorry. Ist mir jetzt egal. War das richtig irritiert. Ach, da komme ich auch nicht vom Fleck, ja? Oh, egal. Kannst du den zu Alex vielleicht finden? Weil dann kann ich da hinten zu den drei springen, ohne dass der mich haut. Nee. Lass dir einen übrig, David. Naja, wenn du den, wie gesagt, bei Alex nicht platt machst, dann kann ich da auch nicht hinten springen. Kann ich hier vorne hinspringen. Ja, dann komm noch zu den beiden hier und dann mach Pyler die drei da hinten. Na, oder kannst du den nicht mit deinem Luftelementar irgendwie weg? Willst du mich verarschen? Ein Stück zu weit weg, ne? Oh, okay. Na, okay, jetzt ist eh. Nice. Oh, du war lange noch gedauert, wie du reingehackt hast. Der leckt jetzt schon wieder. Ein bisschen. Weil wir Pyler ins Spiel gemacht haben. Der ist tot, oder? Ne. Auf jeden Fall ist die Wand geil. Ne, der hat noch ein paar. Ich hab nicht gesehen, ob und wie viel Schaden ich gemacht habe. Aber... Die anderen drei sind da hinten tot. Achso, nice. Die Wand sieht sehr steinig aus. Ich mach's nochmal weg, sonst nimmt der Schaden, wenn da vorbei wird. Ja, die hinterlässt auch neues Volk, muss ich aufpassen. Ja, die macht ja auch Schaden. Bob. Ja, aber die Eiswolke, das ist die Frage. Die haben schöne Sachen bei hier. Das weiß ich nicht. Man kann aber einfach drüber fliegen. Was ist hier für Viecher? Gibt es dafür noch mehr? Schöne Sachen stimmt schon, aber die Wert haben, aber keine gut verzauberten Sachen. Nö, nee, das nicht, ne? Aber gibt schon ordentlich Schotter. Ich glaube, man kann ja einfach wieder durchlaufen, oder? Ja, aber ich kann sagen, Sandsteinmauer. Energieschaden. Immun gegen. Achso, wenn ihr weggeht, kann ich auch Dingsschaden machen. Ist hier runter? Ja. Hier gehen wir noch ein Stück weiter weg. Jo, 14. Oh. Da ein Luftelementar. Ja, daran hab ich nicht gedacht. Ja, ich muss normal springen. Du brauchst Bus springen eigentlich. Ja, aber ich muss vielleicht die erstmal weg. Elixier des Blutdurstes, das ist bei dir so. Sind die was? Blöden Wolken eigentlich? Das sind seine Homies. Die sind nur fast tot, das sind jetzt nur Wolken. Schnauze, Jusen. Das stimmt nicht. Wir hatten doch letztes Mal diesen Wolkenzauber gemacht, damit wir durch das Haus durchkommen. Und die sind halt immer noch Wolke. Vielleicht kann man da durch irgendeine Ritze durch oder so ein Scheiß. Deswegen lasse ich den noch so. Ich kenne Leben, dass er irgendwas machen könnte. Und wenn sie tot sind, kann ich es auch neu spawnen. Geht's da runter? Ich glaube nicht. Ich
war nun die Truhe, wie es aussieht. Können wir nicht runterspringen? Nee. Nehmen wir Platz, oder? Ja. Nee, nee. Na gut, dann ist ja wohl Ende im Gelände. Ja. War nur die Truhe. Jetzt sterben sie alle wieder bei mir gerade, wenn man hier durchläuft. Ja, die fangen wieder um hier. Nochmal die Sturm. Guck mal, ob die draußen uns jetzt auch angreifen, wenn wir da wieder hochgehen, oder ob die das nicht mitgekriegt haben. Ja, mal speichern. So, ist jetzt die Frage, ob ich halt, wie ich. Ich dachte, es gibt keinen anderen Ausgang. So. Wie du ja, siehst, nein. Nicht erreichbar. Was ist denn das für eine Scheiße? Kann ich dich zurückverwandeln? Ich bin noch jung. So, dann springe ich jetzt hier nochmal auf die Ecke. Ich glaube, hier passiert nichts. Nö, sie haben ja nicht jetzt gehst. Oh, jetzt nur auf die Kante. Sieht erstmal gut aus. Schnell hier durch. Schnell, schnell, schnell. Jetzt kann ich die looten. Nice. Hier sind wir deren Könige. Will nach oben oder wo? Ne, den Meister der giftigen Bestie, okay. Ja, genau. Don't want to draw any attention. Alter, nice. Das nehme ich doch. If not over, tudu, 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 tudu. Ich hab mich gemacht. Alex hat schon wieder gleich die Taschen voll. Ich mach hier nichts. Ich mach nichts. Ich mach nichts. Du musst mich gar nicht angucken. Ich glaube, hier wo ich bin, können wir noch ein bisschen über die Schiffe fragst drüber laufen. Cool. Die Karte weiter aufmachen. Na klar, das kriegst du wieder mit. Sieht so aus, wie Yusi. Oder Trusi. Da kommt man gerne her, wenn du Bock hast. These are the flood tides chambers. You've no business here. Okay. Oh, nice. Schöne Sachen hier geklaut. Wish I had a bag of holding. Was hat da hingeflogen, ne? Meeresseuche. Oh, ich hab's erkannt. Da liegen auf jeden Fall Leichen. Mit Büchern. Gut, bin im Kampf. Ja, hab ich gemerkt. Alter! Der hat aber ordentlich ausgeteilt, Diggi. Was will denn der jetzt bei mir? Dich hauen. Gegen Feuer immun. Das ist ja nicht gut. Komm, box ihn dreimal, dann ist er doch weg, oder? Erstmal legen wir ihn schlafen. Ätzende Antwort. 93. Alter. Ja. Der war mies. Alles klar. Läuft bei ihm. Wollen wir eine kurze Rast machen? Ja, bitte. Können wir auch machen, ja. Let's get going. Okay, aber und das Deck kommt man auch wieder nicht, wa? Och,
jetzt habe ich es rausgezogen. Willst du mich verkackeiern? Wie kriege ich meine Fliegefähigkeit da unten wieder rein? Ich bin nicht in der. Ich dürfte nicht in der Cutscene drin sein. Ich bin im Dialog, da kam eine Wache um die Ecke. Überzeugen Sie doch nicht schlecht aus. Wie kriegt man denn die Fähigkeiten wie Springen und sowas wieder unten in die Leiste rein? War hier, oder? So fliegen bei ihr. Alle klar, hab sie gefunden. Okay. David, das ist deine Cutscene. Du musst. Ich überlege. Pfeiler, was sagst du? Keine Ahnung. Versuch dein Glück, aber ob du jetzt nur täuschen oder überzeugen machst? Ja, von den Antworten her. Ist doch bei dem Roboter da egal, den juckt das doch nicht. Naja, siehst du. 10 drüber, locker. This time. Okay, wir dürfen da nicht aufs Schiff oder was? Anscheinend. Na gut, aber da wären wir ja dann sowieso auf der anderen Seite. Oh, hier hinten sind auch noch ganz viele Truhen, ne? Wo es hier so schön schwarz ist, wo Yusen hin wollte. Gucken, vielleicht schaffe ich das ja mit Fliegen an dem Dude vorbei. Oh ne, der hat mich entdeckt, alles klar. Nee. Müsste ich wohl doch einen Unsichtbarkeitszauber auspacken. Alter Verwalter, ich kann bei dem ja richtig auspacken. Ah! Wie soll ich das noch verlieren? Ich kann sogar eine Schriftrolle noch ein... Na okay, das ist übertrieben. Nee. Eigentlich sind die Würmer schon hart wie Schieten, wenn man das alles drin hat. Pass auf, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Yusen! Was ist denn jetzt passiert? Wir sind hier unten. Schleichen hier gerade rum. Ja, ja, ich wurde hochteleportiert. Ja. Du kannst da... Kannst du recht, weiß jetzt nicht von dir aus. Bankwächter. Alter, ich kann da die Metalltür knacken. Wo komm ich denn da hin? Ich wurde leider tapp wieder. Idiot. Kannst du aber nach da oben fliegen und die Metalltür. Ah ne, da kann ich jetzt über eine Leiter. Ah, ich stehe auf der anderen Seite, aber hier sind Zeugen. Richtig. Soll ich mal einen Schichter probieren? Kannst du kurz warten, bitte? Na klar. Ups. Fuck. Ich höre einen Kampf. Im Gebäude hier drin? Ja, bei mir hier, ja. Ach scheiße, das Schloss krieg ich hier bestimmt nicht aufgeknackt, oder? Du kannst aber runter zu mir fliegen, Peiler. Würde es ja cooler finden, wenn die Leute rauskommen würden. Ne, das sind keine Leute, das sind sowas wie Vampirwölfe. Okay, die werden wohl nicht rauskommen. Yusen... Du kommst hoch und knackst dir oben die Tür, aber okay. Was ist bei mir jetzt passiert? Ja, wo bringt der mich denn hin? Wo seid ihr denn jetzt? Hat das gleiche wie ich. Musste einfach bloß wieder runtergelaufen kommen. Alter. Yusen, bist du? Ja. Dann lass dich da mal. Dann schüchter den ein oder was? Wer ist der Teleporter bei euch? Oder am nächsten? Fehlschlag, cool. Warte, ich guck mal. Ja, grauer Hafendocks. Okay, ich bin jetzt im Kampf, weil es ein Schüchtern fehlgeschlagen ist. Oh, jetzt kämpfst du da drüben, oder was?
Kannst du hier rüber geflogen kommen, Yusen? Dann müsstest du doch aus dem Kampf rauskommen. Bin noch im Kampf. Jetzt wäre ich schon mal gegrillt, Alex. Vielleicht kommen die dir hinterher. Müssen wir mal gucken. Moin, 19. Okay. Ich laufe. Und ich laufe. Hup, hup. Einen habe ich auch. Die auch schon mal erhöht. Sind ja noch zwei, wa? Ja, sind noch zwei. Ah, und noch so ein anderer, ein Stahlwächter hast du jetzt noch bei, wa? Na, der ist von Yusen, der kommt von hinten. Achso, okay. Aber Yusen steht ja da. Ja, Yusen kommt schon hier rüber. Aber hat er dich da nicht einfach vor... auf die Dings teleportiert, David? Oh, kannst du helfen? Kritischer Treffer. Die kommen gar nicht, die bleiben da drüben einfach stehen. Ach, da packen wir. Warum sind die Leute hinter uns auch böse? Weil Yusen verkackt hat. Ah. Oh, das war der Falsche. Was hat er gemacht? Ich auch gepasst. Yusen, was hast du gemacht? Dicker, ich bin auf das andere gekommen, dann kam so ein Typ, hat gesagt, ja, du darfst nicht sein, hab ich versucht einzuschüchtern, hab verkackt und Shaolin hat gesagt, ich soll herkommen. Ja, nicht das erste Mal, dass wir hier in dem Spiel im Knast landen. Ja, ja, da hast du recht, das wäre nicht das erste Mal. Macht ihr beide jetzt noch was oder steht ihr da einfach? Nein, ich warte auf David, ich kann auch angreifen, den Wolf da. Wäre ja, dann nicht dran. Doch, bist du. Du bist doch dran. Nee, bei mir ist. Bei mir ist Sperre. Du bist auf deinem Holztypi, David. Nein, bin ich nicht. Ich hab's gerade ausprobiert. Mein Holztypi ist sonst wo. Ja. Bei uns wird angezeigt, dass du den gerade ausgewählt hast. Ja, also bei mir. Du ist bist ausgegraut, dein Holztypi. Ja, bei mir. Bei mir ist eine Sanduhr oben drin. Komisch. So, jetzt nur noch die auf der anderen Seite, Leute. Wir müssen auf David warten. Das ist ein Bug. Beend mal, Yusen. Okay. Okay. Oh, nee. Jetzt ist eh vorbei. Ja. Ja. Können wir mal gucken, wie viele kommen. Aber ich glaube... Aber wir haben gar nicht... Ist gar nicht so lange her, wo wir gespeichert haben. Also alles cool. Wir können aber aus dem Kampf fliehen. Wir sind doch weit genug weg. Unten rechts bei... Ich kann mich hier in dem Haus sehen. Unten rechts neben Zug beenden, wenn wir weit genug weg sind. Gilt das für alle oder nur für meinen? Na, du kannst ja ausprobieren. Na, nur für dich. Wir müssen alle, jeder einzeln für uns selber fliehen. Ich bin im Lager. Ja, genau. Aus dem Kampf fliehen ins Lager, ja. Aber wenn wir zurückkommen, ficken die uns doch, oder nicht? Nein, wir fliehen ja aus dem Kampf raus. Naja, aber wenn wir wieder da hin. Ah, nee, wir können ja von hier aus einfach woanders hin teleportieren, dann ja. Sind wir ja nicht mehr da in der Nähe. Nee, ich glaube, das ist aber so konzipiert, dass das dann weg ist. Der Kampf. Also, wenn ich alle hoffe geflohen sind, hier ein Lager sind, dann speichere ich nochmal und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt zurückgehen. Ja, Carla, wo bist du? Komm, ich musste noch warten, was die anderen machen. Nein, Speicher. Bitte? Danke. Dann gehen wir nochmal raus aus dem Lager und gucken. Alles cool.
jetzt sind wir nicht mehr im Kampf. Wenn du jetzt an der Wache vorbeiläufst, greift sie dich nicht an, ja? Sollte so sein. Ich kann es dir nicht versprechen, aber rein theoretisch war es so. Aber da, wo ich dank bin, da dürfte ja eh keiner vorbei ist, von daher. Kann ich die Tür machen oder zu? Die Tür zu machen? Ist hier schon alles gelootet oder? Ne. Weiß ich überhaupt gar nicht, welche offen und welche zu waren. Ja, alle hier unten hat Jolien, glaube ich, schon gemacht. Ne, ich hab da jetzt, ich bin nur hier in der Ecke gewesen. Hier ist ein totaler Problem. Bei mir war eine Wahrnehmung. Mann. Oh, da geht's runter. Oh, nice. Cool. Ist schon unten, Charlie, oder ist ja? Du musst einfach nur draufklicken. Ja. Bin doch schon da. Frachtkeller. Pipes and pumps. That must be how they keep this basement dry, though it's clearly below harbor level. With a flick of the wrist. Und auch schon so aus, als wäre hier länger keiner gewesen. Ne? Ich find's nur erstaunlich, dass wir schon wieder in irgendeiner Kanalisation rum oxidieren hier. Ja, da rechts geht's auch irgendwo weiter. Ah, da, okay. Gibt's so eine Leiter, die hochgeht? Ist ein Loch in der Wand, wo es durchgeht? Und halt die Tür da unten, ne? Alex ist schon durch die Tür auf jeden Fall. Das war ich nicht. Hier sind Leute bei mir. Okay, Jusen klettert mal hoch. Und hier ist ein U-Boot. U-Boot. Ja. Klar. Das Spiel gewechselt. Komm ich noch raus. Unterstadtkanalisation bin ich jetzt. Lass mich raten, die haben Laserschwerter und. Naja, so ähnlich, ja. Ich glaube, hier waren wir auch schon öfter, ne? Renn mal noch nicht rein, ne? Dann geh ich mal zu Alex. Oh, hier oben ist ja auch noch was. Ich glaube, da war Jusen schon. Ja, ja, Jolien, komm mal zu mir nach oben, bitte. Hier ist eine Metallkiste verschlossen. Wo ist denn oben? Na, hier die Leiter hoch, hier, wo ich stehe. Achso, bei dem Schlitz geht's wieder nach draußen zur Stadt. Da brauchen wir zur Kanalisation, da bin ich doch gerade durch, Digi. Hab ich doch gerade gesagt. Zur Kanalisation? Mhm. Ja, hier ist die Truhe. Zur Kanalisation. Kanalisation. Kriegt das den da oben? Laro Maro. Wer ist denn noch auf die andere Seite zu flattern, wenn er da schon nicht schon war? Ich glaub, da war Jusen. War er da? Warst du da drüben schon, Jusen?
Keine Ahnung. Gut, ich geh hin. Nee, da drüben war ich noch nicht, ne. Hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Gut, dann quatsch mal mit dem Erfinder da, oder was? Wer will mit dem Erfinder reden? Egal. Dann los, ja, Beide. Ein Pyderus. Kann gucken, was passiert, wenn ich als Eulenbär reinspringe. Ja, und dann greift er mit seinen Laserschwertern an. Sieht aber nicht aus wie ein Erfinder. Wie sieht der Erfinder aus? Na, nicht so auf jeden Fall. Nur weil es ein Zwerg ist, oder was? Na, Zwerge sind doch eigentlich sehr erfinderisch. Warum bist du denn jetzt eigentlich schon wieder so rassistisch, Jus? Nicht Icke. Der hat lange keiner den Dreizack weggenommen, war und dir den Arsch geschoben. Der Pfeil der Teucht ist ja mehr als krass. 3x4 plus 1, Alter. Ja, das ist, weil er das Dings ausgewählt hat, da die Elitinenkräfte. Richtig. Ah, okay, weil ich wollte auch sagen, Täusche und sowas bringt ihm ja eigentlich nichts, aber bei den Dialogen, klar, macht Sinn. Jetzt schafft man mal auch eine über 30. Ja, deswegen. No news is good news, right? Und Pyler redet ja nun mal mehr als wir. Mit vielen Leuten. Prisoners lost in the last batch of runs either. Though them servants of Umbly are making the trip damn near deadly. Bloody salt is always flopping around in the water. I've almost hit one or two now. Might have even nicked one off the port bow the other day. Oh, sein Monokel ist geil. Ich finde den Nasenring ja richtig tutti. Oh, yeah? And are you here to make good on that? You're testing me. All right. It's an underwater prison, most secure in the realms. Myself and Cap are the only ones who can make it there in one piece. Lord Gortash keeps some Gondians there, collateral to keep those working in the Steelwatch Foundry under control. Klar, dass dir das gefällt, David. Komm. Adventure. I'll take Los you mit. But look, there's some bad shit going down in there. You don't want to get involved. Neither did I, but it was them or me. I'll get Cap warmed up. Get in when you're ready. So ist das Schachschaulinchen, Tutti Frutti. Okay, ja, dann jetzt bewegt eine Runde nach unten. Ja, aber nicht, dass man da nicht eine lange Rast machen kann. Wollte ich auch gerade sagen, wollen wir vielleicht erstmal eine lange Rast machen, damit Pyler seine Zauber wieder hat, bevor wir da jetzt in den Riesenfight gehen, im Gefängnis? Ich habe nur noch ein Stufe 5 und zwei Stufe 1. Danach ist nur noch Standard-Shit oder Schriftrollen drin. Dann machen wir eine lange Rast, ist halt für mich. Na, dann geh ich schon mal ins Lager. Warte, Shaolin bricht noch ein paar Sachen. Er ist wieder kriminell. Verkaufen müssen wir, glaube ich, auch nochmal. Alex ist fast voll. Na, ich bin nur voll, weil ich mein Zeug nicht trinken konnte, wenn wir jetzt eine lange Rast machen. Dann ist er nicht mehr voll. Okay.
Kann ich auch nochmal meinen Bluetooth machen. Ja. Na. Let's go. Kannst mir ja noch ein bisschen was rausnehmen, Jusen, wenn du so nett bist, dann geht das hier ein bisschen schneller. Vielleicht geh ich schon mal ins Lager, aber ich nehme schon mal ein paar Sachen raus. Ja. Ein Bug? Geil. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier Fische und sowas. Geht das nicht weg? Kannst du nicht ablegen. Cool. Warum? Der liebe Gott hat mich bestraft. Wirklich die ganze Zeit. Da kann ich da überhaupt noch was verschieben? Ja. Ah, jetzt ist es weg. Mega. Ach so, kann sein, weil ich glaube, bisschen was hin und her geschoben habe. Der Schieber. Der Rechenschieber. Nee, das wirklich nicht. So, ich denke, ich habe alle eingesammelt da hinten. Mal gucken. Gut. Macht euren Kram hier. Euren Kram hier, sagt er. Seid ihr ready to rumble? Ich schon mit Teil, ja. Also falls jemand den Tag beenden will, ich würde okay. Gerne, ja. Ich würde auf jeden Fall mir dann erstmal was zu essen holen und eine Zigarette rauchen gehen. Bevor wir da im U-Boot in Richtung, keine Ahnung, wie hieß das im Griechischen? Trojanisches Pferd? Nee. Also ich sag jetzt einfach Griechisch, weil das meistens so dargestellt wurde. Na, die Stadt unter Wasser, Atlantis. Das hat ja, glaube ich, gar nichts mit den Griechen zu tun, oder? Das weiß ich nicht. Oh. Fahren wir jetzt mit dem U-Boot nach Atlantis vielleicht? Mal gucken. Ne, ich glaube, wenn wir jetzt einen langen Rast machen, wird eh nochmal eine kleine Story kommen. Jo, möglich. Werden wir gleich rausfinden. So. Gut, David, jetzt darfst du. Jetzt bin ich auch fertig. War nicht mit Absicht. Ich wollte die Sachen klauen. Ja, oh. Cutscene. Alter. Ah, das ist die, die wir getroffen hätten, wenn wir da weitergegangen wären bei dem Typ, bei dem Inquisitor. Wow, okay. Das ist die komische Gottheit, die Eroberin. Wissen aber unsere Charaktere noch nicht. Wir sind eine komische. Komische Alex, du musst auswählen, ne? Ja, ich weiß. Who am I? Ja. I am Vlakith, undying queen of the noble Gethianti, god regent of the six arms of Turnara. Also nicht gegen sie, aber sie sieht ja schon alt aus. Vielleicht sollst du mal langsam abtreten. And you harbor the heretic Prince Orpheus. Glorious Vlakith, I am unclean. I exhort you, grant me guidance. Hear my words, Vinisk. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. Ihr habt den Mund ein bisschen voll, oder? Krass, der ist verliebt, ja. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true?
Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Return to the Einfach Astral ja. Prism! Slay Orpheus! Ich glaube, von dir wird sie keine ehrliche Antwort bekommen, war schon, Scholli? Kann von theoretisch mir, nicht, nee. Kann von mir was ganz anderes bekommen, wenn sie sich bückt. Stehst du auf die Alten, nee, klar. Die sich biegen wie ein Balken. Nee, ja klar, wenn sie die Zähne rausnimmt, dann wird es richtig, richtig los. Richtig schön knacken und knirschen. Yum, yum. Oh, ich hab's in den Knien. Das ist immer ganz schwer, so mit dem Niederknien. Wow, arkane Kunde. Da ist Peiler besser. Ja, bringt aber nichts. Ist Peiler gerade dran? Überzeugen wäre ich theoretisch auch besser, weil ich 1 plus Charisma hätte, anstatt 1 minus bei dir. Okay. Die Larve einsetzen durch ihre psionische Übertragung. Aber wir könnten auch La Caesar. Dass sie das einfach kniet. Nee. Okay, niemals knien. Gut, gut. Was will sie? Überzeugen, Attacke halt. Wir sind erstmal nett. Ich kann ja probieren, trotzdem arkane Kunde zu machen, weil ich glaube, überzeugen kann ich danach immer noch. Du glaubst es, aber du weißt es nicht. Also kann sein, dass nach Arkane Kunde, wenn es fehlschlägt, einfach alles kacke läuft. Na, Arkane Kunde ist so kursiv geschrieben, deswegen ist das, glaube ich, keine. Also ist das nur so eine Zusatzaktion. Dann probier. Alter, 18. Ja, schaffen wir die Kryptowik nicht. Na, oh, knapp, ey, 17, Mist. Naja, erneut würfeln mag ich nicht. Your mind spins, your heart races. There is only endless void. Oh. And you are caught in the undying wings. Alex hat sich gekillt. Damned fool! The wretched cannot sway the divine! Doch, wenn ich eine 18 gewürfelt hätte. Hätte ich nur mal gewürfelt, wäre es vorbei. Your grace is my honor. Nee, das Ding ist weg jetzt, würde ich sagen. Mist. And I will take my rightful place at your side. One promise. One drop. Dann müssen wir jetzt unseren Dings-Wurm-Typen töten. Do not fail me. For you would not. Vorher bringe ich die um. Na, ich glaube, jetzt ist Lasir weg vielleicht. Schwing-Schwing. Okay, haben wir wieder gelernt. Kursivschrift bedeutet also nicht. Schade. Überzeugt hätte ich die bestimmt auf jeden Fall. Hätte mal gewürfelt, fuck. Aber sonst war das doch immer nur so eine Zusatzinformation. Wahrnehmung, arkane Kunde, Geschichte. Da, dass wir noch eine Antwort mehr kriegen ab und zu oder so. Ja, und was ist gerade passiert, sag mal? Nein, oder das Gegenteil. Ja, siehst du, also ich hoffe jetzt darüber darfst du philosophieren mal. Das war Fakt. Das ist Fakt. Kann mal jemand Jusen schlagen? Ach, Shaolinchen. Bist halt nicht so der Redner, bist eher so der Tentakelknutscher. Peiler ist auf Abbrechen gegangen. Okay. Oh, Peiler ist raus. Weil das ist ein Discord. Oh. Er ist halt, glaube ich, der Computer sagte Tschüss. Warten auf andere Spieler, kann mal jemand annehmen von euch beiden? Wer hat denn jetzt schon wieder abgebrochen? Peiler war diesmal nicht. Ja, ich weiß. Aber wenn Peiler nicht da ist. Peiler ist doch da. Er ist nur aus dem Discord raus. Keine Ahnung, ob Discord von selber zumacht.
Ist ja nicht schlimm. Jetzt abbrechen, oder? Nein. Schade. Ja? Was geht ab? Was geht ab? Party die ganze Nacht. Die ganze. Alltägliche Frage, was esse ich denn heute? Geht's noch und warme Brötchen sind vorbei, oder was? Es ist alle, ja. Wenn man normalerweise was isst, dann ist es danach nicht mehr da. Welt. Jack und Findus haben dir bestimmt eine Maus da gelassen. Oh ja. Ach so, die scheiß Tische hier sind Betten, ja? Okay. Tische? Ja. Das sind Heulbeil. Das sind Heulbeil. Ja, aber ich lag gerade auf dem Tisch. Ach so, okay. Na, weil hier die Schlafsäcke sind überall. So, jetzt haben wir gepennt, ja. Mal jetzt gepennt. Und jetzt gehen wir ins U-Boot, oder was? Ja, wie gesagt, ich verschwind bloß mal kurz und dann haut mich schon mal zurück. Oh. Komm mal kurz noch in meine Cutscene. Er ist in der Cutscene. Ah, sehr. Our language doesn't even have a phrase for it. Kraith Khanjan is the closest equivalent I know. May your enemies know agony. But after releasing me from Orin's grip, there is only one proper response. Thank you. Sincerely. You acted most rationally. So acknowledged. Well, good then. Let's carry on. Aus, zieh, aus. Warum hab ich das auch gedacht? Dachte, ich konnte die vielleicht jetzt nochmal überzeugen, wisst ihr, aber na gut, dann nicht. Ja, dann machen wir kurz auf Pedal, ich muss auch nochmal kurz auf Pippi Box, bis gleich. No. Ist ja egal, wir haben jetzt den Segen quasi von allen Parteien. Ja. No. War jetzt nicht ganz scheiße. So, aber wir sollten uns alle noch buffen, bevor wir hier... Also alle noch ihre Elixiere trinken. Bup, bup. Muss man auch die ganzen Sachen einsetzen. Ich ja noch so hab. Gut. Oh.
So, da bin ich wieder. Cool. Oh, interessiert keine Sau. Geil, geil, geil. Ich find's auch cool. Ich glaub, du lügst. Weißt du warum? Warum? Weil du nach Aufmerksamkeit ringst. Weil du nach Aufmerksamkeit stinkst. Und schon wieder spricht Shaolin mit seinem Spiegelbild. Mach mal deinen Blutdurst. Ja, und wenn ich das nicht möchte? Ja, dann nicht. Aber weißt du was? Trink ihn. Jetzt kann ich dich dreimal killen. Rundenbasiert, bitte nur rundenbasiert. Hat er gleich mal gespeichert. Nein, ich werde jetzt keinen Angriff auf dich ausführen, nein. Ladies and Gentlemen. Hey, wenn er rundenbasiert, Leute, komm schon. Fick dich, mit deinem Rundenbasiert. Nee, ich hasse dieses Hin- und Her-Rennen. Okay. Also dieses Hin- und Her-Rennen. Ja, weil es halt so ist. Toll, jetzt bin ich schon rumgerannt hier. Eheschlag, okay. Hihi. Ich kann hier rumrennen, ihr ja nicht. Ich kann hier rumrennen. Jetzt hab ich dich angemacht, geil. Wie denn? Ja, wie denn? Einfach so? Was? Scheiße, es kommt weiter. Ach, meine Hosen. Und dann lad nochmal neu, ist okay. Komm, lad nochmal neu, ist egal. Lad doch einfach neu, ist doch scheißegal. Bitte. Das haben wir Glück gehabt, Jolly. Allerdings würde mich das wirklich mal interessieren, wie viel Schaden ich jetzt mit den neuen Dolchen an dir mache. Mit deiner Rüstung und so. Nein, gar nichts. So. Alles klar. Überhebliches Stück Scheiße, Alter. Ja, aber wann hast du den gefunden? Deine heftigen neuen Waffen. Na, bei diesem, bei dieser roten Eulen, die wir da getötet hatten. In dem Keller. Hier in dieser Session gerade oder was? Nee. Nein. Vorletzte Session, keine Ahnung. Cool. David, wenn er nur Runden basiert, was ist dein Problem? Warte mal, Jusen. Mal stehen. Ihr dürft bloß nicht kritten. Okay. Ich habe auch nur eine 60%ige Chance, dich zu treffen. Oh, ey, wir müssen vom Peiler weggehen, wenn wir sowas machen. Kannst du neu laden. Bringt er hier. Du hast gesehen, was dein Schaden ist. Lächerlich. Naja. Aber nur weil David ja seinen scheiß Dornwald gemacht hat, wahrscheinlich. Ja, ja. Ach so, natürlich, natürlich. Das ist probieren wir es gleich nochmal. Mich gerne noch mal hauen und gucken, was... Ja, aber lass uns mal vom Peiler weggehen, bitte. Sonst macht er immer seinen komischen Schutz. Kann ihn noch leider nicht ins Lager... Doch, wir können das im Lager machen. Stimmt, wir können das im Lager machen. Ja, dann lass doch mal Lager machen. Dann machen wir es im Lager, Machen wir uns im Lager. Geil, treffen wir uns jetzt im Lager hier. Hinter dem Lager. Jusen, wenn du auf die Fresse willst, komm in Lager. Hey, Nummer 1 ist lagerfrei. Niemand spricht vom Lager. Also Regel, vom Lager. Regel Nummer 2, niemand spricht vom Lager. So, warte mal, Jusen, bleib mal stehen. Ich mach auch deinen Rundenbasiert an, wenn du möchtest. Ich muss wieder im Vorteil sein gegen dich. Das ist doch lächerlich. Ja, ich kann manche Attacken aber auch nicht auf Verbündete wirken, das ist nicht cool. Ja, ich kann die Bonusaktion jetzt so. Achso, weil ich Dings gemacht habe. Kannst du deinen Zug mal beenden, Jusen, bitte? David, du auch?
Ja, warte kurz, ich bitte schon. Ich habe nur eine 12er Rüstungsklasse mit dem. Okay, das ist echt Bullshit. Das ist echt Bullshit. So, obwohl ich kann ja mal gucken, was ich als normalen Haupthandangriff an dich mache. Ich kann dich ja nicht angreifen. Kann ich dich nicht angreifen? Kannst du mich angreifen? Ja. Okay. Ach so, noch nicht mehr. Jetzt. Da liegen die Würfel nicht gut für dich. Da usen halt auch haufenweise Resistenzen. Ja, ich bin gegen ihn noch einfach nicht im Vorteil. Weil es hier zu hell ist. Ich kann Dunkelheit machen. Kann ich, warte mal, ich kann zielsicherer Schlag auf ihn wirken. Jetzt. Doppelschlag. Bam. Ja, dann mach ich auch Schaden an ihm. Also wenn ich im Vorteil bin, dann mach ich auch Schaden. Aber ich muss halt meine Bonusaktion dafür aufgeben. Aber 35 Schaden dafür, dass es kein Crit war, ist doch schon gut gegen Yuzen. Ist okay, ja. Na komm, also mehr als die meisten Gegner gegen dich machen. Und das war kein Crit. Kommt auf den Gegner. Es gibt wirklich Gegner, die mich schnell mal wegpumpen. Wie zum Beispiel das eine Vieh da, was wir gerade hatten auf diesem komischen Schiff da. Das hat mich auch schon gut weggepumpt. Ja, aber das hat ja den Schaden verdoppelt, den du selber gemacht hast. Ja, okay. Ich habe von dem auch 90 Schaden gekriegt. Aber meinst du, ich könnte David jetzt einfach wegkennen? Also sein Ollenbär auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob du ihn schaffst. Ich probiere mal. David, lass mal stehen. So, rundenbasiert ist er noch an, ja. Okay. Jo. Das war ja mal. Okay, ich habe mal was ausprobiert, weil gerade echt sinnfrei. Mega fähig. Manche Fähigkeiten funktionieren, glaube ich, nicht auf Verbündete. Ja, ich glaube, alles, was mit diesen elitischen Fähigkeiten zu tun hat, geht nicht auf Verbündete, okay. Na, weil wir selber Bomber haben. Ja, okay, stimmt. Ergibt Sinn irgendwo, ja. Na, fuck. Na gut. Oh, jetzt zeigst du dich in deiner Gestalt. Okay, ich probiere mal. Umgebung so. Okay. Ich hab jetzt alles am Start. Okay. Warte, ich versuch mal. So weit? Ich weiß ja nicht, ob der Sinn noch was zu essen gemacht hat. Nee, David ist da, aber wir probieren gerade was. Was probiert ihr denn? Seid ihr schon im Schiff? Krass. Leute? Nee, wir sind nicht im Schiff. Wir sind nicht im Schiff, nein. Wir sind im Lager und kloppen uns gerade. Ja. Ach, schön. Na, jetzt heilt er sich wieder, der Sack. Na klar! Was willst du jetzt noch machen? Du hast zwei kritische Treffer bei mir gelandet, oder? Ja. Richtig gut, ne? Das war nicht schlecht, ja? Das war schon nicht schlecht. Da hast du jetzt schon ordentlich Schaden gekriegt. Achso, Paya, kannst du mal kurz beenden, bitte? Geht nur uns rein hier, was dann gerade? Ist gerade purer Hass im Raum. Aua. Okay, mein Ziel ist eigentlich dieser Typ hier. Coolio. Und wenn ich noch den kleinen möchte gern hier irgendwie noch wegkriege. Das hab ich jetzt wäre auch nice. Mentale Erschöpfung. Alter, was? Okay, du, ey, wirklich, das Glück ist dir heute, Digga.
Der Typ liegt am Boden. Kannst auch nichts machen, okay. Oh. Dann Gentleman-like, ich hab weniger Leben als du, dann lass mich mal zuerst angreifen. Okay, kein Gentleman, alles klar. Ich mach doch gar nichts. Achso, ich wollte schon sagen. Alter, mein cool. Zweithandangriff macht keinen Schaden bei dir. Okay. Krasser Scheiß. Er ist ja auch Stich und Hieb und was ist denn? Ja, wenn ich halt nicht im Vorteil gegen ihn bin, dann mache ich halt keinen Schaden mehr. Das okay, Peiler, halt... du darfst auf mich schießen, los. Mach deine heftigste Attacke. Meine. Wir laden eh neu, oder was? Ja, genau, wir laden. Mach deine heftigste Attacke. Peiler, wir machen jetzt einfach weiter. Wir haben jetzt plötzlich kein Leben mehr und liegen hier beide tot rum. Wir peppern uns gleich wieder auf. Wir können mit Toten sprechen, alles cool. Okay. Jetzt stehst du schon mal da oben. Ja. Jetzt kann ich fliegen. Bei mir ist gar nichts. Hat mich erreicht. Er hat okay, gar keinen Schaden genommen. Coole Sache, Alter. Okay, Peiler, kannst du noch was machen? Mega. Nee, kann ich nicht. Ich habe ja die Attacke gemacht. Eigentlich hättest du mindestens 60 Schaden kriegen müssen. Nee, das ist auch mit dem Nebel danach verbunden. Ja, ich glaube auch. Ja, dann nochmal 60 für die 120. Aber die Standardattacke, die hätte theoretisch... Naja, egal. Dann weiß man das auch. Ja, Peiler kriegt man auch nicht so leicht tot. Mit seinem 12er kahlen Schutz ist schon echt heftig. Mhm. Das stimmt leider. So, wir sind alle da. Willst du neu laden? Na, warte mal kurz noch. So. Wow, cool. Kritischer Fehlschlag. Mhm. Ha! Kratze was abgezogen und. Cool. Freut er sich. Guck, ob du mich killen kannst. Es darf nur einer aufstehen bleiben hier im Schlachtfeld. Peiler killt dich locker. Ich denke auch, ja. Ha! Ich lebe noch. Also, vielleicht. Wie, du lebst noch? Ja, ich mache hier noch Rettungswurf. Alex hat aufgegeben. Oh. Nee, ich hab meine Todesrettungswürfe geschafft. Ich kann wiederbelebt werden. Ich bin nicht tot. Ja, aber ich kämpf noch. Ja. Ich hab den Willen nicht aufgegeben. Also krieg jetzt nicht alles ab hier. Das reicht bei Jusen nicht. Der hat zu dicke Rüstung, leider. Oh. Ja. Aber ich hatte auch keine hohe Trefferquote, weil du direkt vor mir stehst. Und ich konnte es leider nicht umwandeln in einen Nahkampfangriff. Scheiße, keine Kunde, Alter. Ja, cool, danke. Jetzt ist deine Eiswand weg. Jetzt bin ich gleich nochmal sterbend hier, gleich tot. Gut, das hat schon mal funktioniert. Oh, jetzt sind wir tot. Und da, Todesrettungswurf war erfolgreich. Hihi, und David ist tot. Vor mir gestorben, du Sack. Okay, Peiler, machst du den Deckel zu? Oh, mach einfach nochmal gleiche. Für den Rest stehst du zu dicht an mir dran. Achso, Rundenbasiert ist vorbei, sehe ich gerade. Ja, ich würd den auch sterben. Ach, ist vorbei, ja. Du hässlich. Komm, denn Neulein, ist okay, Peiler hat gewonnen. Du kommst mit mir, wir sehen uns in der Hölle. Ey, warum flackert denn das jetzt? Wer macht hier gerade was? Peiler. Alter, 0000000. Alter, warte, bevor du neu lädst, ich will nur mal gucken, ob ich. No. Oh, jetzt kommt er nochmal. Alter, noch 4. Kannst du nochmal? Ach, du bist nicht mehr im Rundenbasis. Ja, okay. Das ist nicht mehr im Rundenmodus. Okay, Peiler, ich dachte, du cheatest, okay, wusste ich nicht. Natürlich.
Fertig, neu laden. Ja, wie gesagt, du hast gerade gescheatet. Ich dachte, wir wären noch im roten Modus. Nö. Wir haben vor 2-3 Minuten schon gesagt, dass wir zu Ende bringen wollten. Hat bloß ewig gedauert, weil es nicht funktioniert hat. Ja, aber im roten Modus zu Ende bringen. Also ich habe mir ja nicht beendet. Ja, aber du hast trotzdem weiter gemacht und das ausgenutzt. Naja, klar. Und du bist der stärkste User, freu dich. Nee, eigentlich du. Wie gesagt, du mit deiner kleinen Schutzschild, Alter, und dennoch die Zauber, die du buffen kannst, Alter. Eigentlich bist du der stärkste in der Gruppe. Ich halt nur physisch. Wenn ich mich halt richtig positionieren kann und meine Zauber mal so treffen würden, dann wäre es schon mega, ja. Ich hab echt nicht verstanden, warum Sekine 60 abgezogen hat. Ich also, genau wenn ich Yuzen treffe, dann mache ich auch Schaden an ihm, aber Yuzen ist halt der Hardcounter gegen mich. Er hat so ein Licht um sich, damit ich nicht mehr verschleiert bin. Das ist schon kacke gegen mich, deswegen bin ich nicht mehr im Vorteil gegen ihn. Und dann ist er auch noch doppelt gegen Hiebschaden resistent. Hat trotzdem 35 Schaden gemacht. Ja, aber nur wenn es kritisch ist, ne? Also bleib auf dem Boden. Nee, der eine war nicht kritisch. Trotzdem 35 Schaden gemacht an dem. Ja, okay, wenn du das sagst. Du mich das nicht streiten. Oh, das U-Boot, Alter. Warum gibst du sowas nicht bei uns? Gibt's bestimmt, hast du noch nicht gesehen. Falschen Leben. Oder im echt falschen Leben. Im ganz falschen Leben. Hey, da ist mein Boot. Ach, den kennen wir doch. Das ist doch der die Stahltruppen kontrolliert, oder? Mhm. Mhm. Okay, ist er wieder bei mir verbuggt, oder wird? Warum? Oh ja, Pilot hat seine Spam-Zeige unten. Geh mal links aufs Ohr, vielleicht musst du reinladen. Hab ich gemacht, aber es geht nicht. Achso, okay, na dann musst du noch ein bisschen. Was macht ihr denn hier? Was in der Hölle ist das für ein Ort? Ihr könnt mich mal, oder ich brauche ich den Scheiß, oder ich gehe hin. Wohin ich will, ich bin neugierig, was da unten ist. Are you now? Set foot within the Iron Throne and you will die, as will all the hostages inside. How many people are trapped within? How many lives will be lost? Sieht gar nicht mehr so gut aus. Na, rein hier, Digga. Ja, komm rein hier. Ja. Und denkst du, umso mehr Würmer wir am Kopf haben, umso besser siehst du aus, oder was? Ja, logisch. Ja. Gut, das heißt aber, wenn wir aufdocken, dann sind alle die Stahlwächter gegen uns. Naja, vielleicht ja nicht, weil die ja die Eisenwächer macht da unten. Vielleicht sind die dann alle auf unserer Seite und wir können den Typen killen und dem letzten Stein abnehmen. Wenn die Korpse starten zu waschen auf der Schule, erinnere dich, du könntest all das verhindern. Komm an, docken! Oh. Oh. Das ist ganz normal. Keine Angst. So dockt man an. Das ist doch jeder. An das bin ich's nicht gewöhnt, du. Das war ein dicker Feuerball unter Wasser. Feuerball, Junge. Ein dicker Feuerball, Junge. Wow, wir haben 85 HP gekriegt. Ist ja gar nichts. Lass mal zurück, Alter. Was? Okay, wir sind im Kampf. Alter, ich hab gar nichts gemacht. Lobern, ich bin rausgegangen, die sind unter uns. Oh. Achso, also müssen wir erstmal durch den Metallduke, oder was? Ja. Genau, und dann seid ihr hier und wenn man noch eins runtergeht, da sind die Gegner. Ah, alles klar. Ich wollte mir erstmal hier das hier drinnen angucken im U-Boot. Hier gibt's noch was zu looten. Na, mach doch, alles gut. Naja. Was sollen sie denn machen? Wir müssen ja eh warten. Ich hab noch nicht so viel Bewegungsrate, um mir das alles anzugucken, Peiler. Achso, na gut. Wenn du Spoten machst? Ja, kann ich ja. Kannst du alles abgucken und dann kommst du runter erstmal, dann weiß ich, dass es weitergehen kann. Wäre lustig, wenn man die alle an die Leiter ranlocken könnte und dann kann man immer schön krass runterschießen. Ja, aber leider ist es in dem. Aber in dem Prinzip ist es leider so, dass du halt dann leider. Gut, ich nehme erstmal kurz die Leiter, geh erstmal runter.
Okay. Kann ich weitermachen. Ich bleib mal hier oben, würde ich sagen. Natürlich. Hat Yusen jetzt genau den angegriffen, den ich killen wollte? So, oh, sorry. Soll doch runtergehen. Mhm. Naja, dann geht's auch runter. Okay, geht nicht mehr. Fliegen schafft man nicht mehr? Einfach nur nach unten? Wenn du keine Bewegungsrate mehr hast, dann nicht mehr. Naja, bis zum Loch hätte ich es noch geschafft. Wenn man dann einfach nach unten fallen könnte, dann hätte es vielleicht gepasst. Kann dein Baum überhaupt Treppen steigen? Leitern klettern, meine ich? Okay. Ja. Oh, ist ja gut, dass du ihn jetzt hier oben gemacht hast. Und der kleine Leiter. Ist doch schon runtergeklettert, Peiler. Sehe ich gar nicht. Wo ist er denn hin? An der Leiter. Hm. Okay, sie rennt weg. Aber da, wo sie gerade wegrennt, da müssen wir hin. Da sind die Gegners. Naja, wir müssen da noch gucken, ne? Wir haben nur 5 Züge. Dann müssen wir hier wieder raus. So. Dann cool. gehen wir raus, oder? Naja, ist ja jetzt die Frage. Ich glaub, wir müssen hier noch ein paar retten, oder was? Die Frage, ob es reicht, wenn wir da unten einfach an der Treppe stehen bleiben. Ich weiß es nicht. Ja, unten sind jetzt nur 71er böse Viecher. Ja, vielleicht müssen wir erstmal in die Richtung rennen. Ich renne mal kurz in eine Richtung, ja? Ich spurte mal. Obwohl, ich kann auch fliegen eigentlich. Und das hier hinten sehen aus so wie verschlossene Lager und da klopfen welche gegen die Türen. Ja, und da hinten sind noch Truhen. Auf jeden Fall. Woanders habe ich bis jetzt keine Leute mehr hier gesehen. Drüben. Da hier drüben. Die Viecher. Hier bei mir ist auch eine Geisel. Guck mal, hier drüben sind 3. Auf der Karte seht ihr die Geisel. Ah ja, okay. Also sollten wir uns aufteilen. Ach du Scheiße. Wir sollten uns aufteilen. Also irgendwo hier sind auch Geiseln. Ja, hier hinter. Unten kriegen wir die auf. Ja. Nicht genügend Bewegungsrate? Die haben 71. Die kommen doch gar nicht vorbei in 5 Zügen. Nee, ich würde sagen, geht jemand in eine Richtung. Ich versuche die 2 hier unten irgendwie noch frei zu kriegen. Ja, ich muss die ganzen Türen aufmachen auf jeden Fall. Kämpfen. Ach, okay. Ich kann die aber nicht knacken. Wir müssen irgendwas finden. Die haben größere Zähigkeit. Ist nur Schlag mit 50. Achso, hier Hebel. Ah, ihr könnt die Hebel ziehen. Wir müssen die nicht aufknacken. Da neben den Türen sind Hebel. Meine Dinger kann das nicht machen. Okay. Dann, muss ich mal gucken. Hier hinten ist nichts. Da sind Truhen. Die sind da. Dann gehe ich damit in die Richtung. Komm nicht ran. Also eine Geisel könnte ich hier retten. Aber ich habe keine Bewegungsrate mehr. Ich glaube, da kommt ein Gegner auch gleich. Warte, kann mein Dings Türen auf und zu machen? Nicht genügend Bewegungsrate, okay, das ist blöd. Gucken, ob ich es bis da nach vorne schaffe. Ich glaube, ja, wir gehen alle drauf. Tja. Also sind schon ganz schön wenig Züge. Ja, Mann. Also so 10 oder so hätten sie schon machen können.
Naja, weil wisst was wir gemacht haben, dass das vielleicht nur so wenig sind. Wie lange werde ich nämlich jetzt nach oben, soll man sich noch bewegen, war ja. Wer läuft dahin? Das, achso, da ist auch. Da sind ja alle Richtungen eigentlich abgedickt, oder? Ja. Außer da, okay. Na, dann mache ich dem vielleicht noch. Obwohl, was hat denn der drauf, Pfeiler? Was hat denn der gelähmt? Mhm. Kann sich 10 Züge nicht bewegen. Lauf ich in die Richtung. Und du kannst halt eben vorbei und den dahinter angreifen. Ja. Damit wir die da rausholen. Naja, aber da komme ich nicht. Geht ihr da in die Richtung, ja. Obwohl, ich könnte einfach Heiligtum offen machen, dann bin ich ja unbesiegbar, dann kann ich so oder so einfach durchlaufen. Ja, komm. Ja, du kannst ja die Hebel ziehen und dann könnt ihr vielleicht abhauen. Ja. Ich hoffe nicht, dass die Gegner sie dann platt machen, wenn sie dran vorbeirennen. Ja, ja, doch. Dann stelle ich mir nämlich auch vor. Weil wenn die 71 haben, die können wir nicht schnell gehen. Deswegen ist gelähmt eigentlich besser, sonst muss ich den anderen gleich noch lähmen. Mhm. Warum sie das denn noch überhaupt schaffen, Alter, in 2 Runden überhaupt rauszulaufen von da hinten? Keine Ahnung. Na doch, mit Fliegen und sowas geht das schon, glaube ich, oder Spoten. Der ist angegriffen? Nee, David. Wer muss dann jetzt in einem Zug platt machen? Oder ich muss ihn dann platt machen, wenn ich dran bin. Aber dann braucht man noch einen Zug. Das heißt, die Leute, wenn wir die Tür dann öffnen, haben noch 3 Runden. Könnten sie vielleicht rausschaffen. Aber dann müssen wir auch wieder zurück gleich. Oh. Und schaffen wir nicht mehr bis oben. So, dann gucken wir mal. Hast du ihn gerade gekillt, Shaolin? Ja, ich habe einen gekillt, ja. So, 9 bis. Was ist das? 9 bis 72. Nee, Quatsch, 8 bis 72. Nein, mein Reich. Die Bewegungsrate reicht nicht. Ach, verdammte Kacke eigentlich. Warte, ich hätte da noch was anderes. Ja, 48er Blitz. Wie fährt der 38? Nur hier 48er Blitz. Wir haben doch oben gespeichert, oder? Oh, losgefahren sind, haben wir gespeichert, ja. Wir können den Dialog quasi normal machen. Ich könnte uns Tränke der Geschwindigkeit herstellen. Da haben wir vielleicht doppelte Bewegungsraten. Ah, super. Trotzdem die Frage, ob wir die Gegner halt platt machen können. Ja, wenn wir müssen wir jetzt vielleicht noch mal rausfinden. Wenn wir gucken jetzt erstmal, was passiert und dann können wir ja immer. Naja, genau. Ist richtig. Genau. Ich wollte es ja nur mal einwerfen, dass ihr das wisst. Wir können nochmal neu laden und ein bisschen bessere Vorbereitung starten, ja. Haben wir gecheckt. Naja, mit doppelten Bewegungsraten können wir ja pro Zug vielleicht dann einen killen, weißt du? Jeder. Weil wir dann an die Leute rankommen. Also Yuzen und ich können jeweils mit einem Zug einen killen wahrscheinlich. Yuzen war sogar vielleicht 2. Wenn ich ein Bär bin, dann kann ich da auch einfach hinjumpen. Ja, genau. David steht mir im Weg. Nö, aber es geht ja in dem Fall nicht um Killen, sondern um die Leute zu befreien. Ja, das ist richtig, aber wir müssen die ja killen, damit die Leute an den vorbeirennen können, Yuzen. Ich stehe im Weg oder das Viech steht im Weg? Ah, okay, also erst die Viecher killen. Alles klar. Ja, du musst die Viecher töten, ja. Ist egal. Na, oder halt außer Gefecht setzen, wenn wir so leben oder so ein Scheiß. Ja, aber das kann weder ich noch Yuzen. Yuzen kann ihn nur killen und ich kann die auch killen. Deswegen ist es gut, wenn ihr beide... Oder wenn Pyla in eine Richtung geht, oder ihr beide zusammen und dann die Leute da fertig. Alter! Wird.
Arbeit. Hier kommen aber auch viele, wa? Ist ja die Frage, ja, was, ja. Ist ja die Frage, ja, auch, was wir einen Nachteil haben, wenn wir jetzt nicht alle holen, sondern wenn vielleicht zwei, drei es nicht schärfen. No. Ich meine, wir versuchen ja hier die Titanic zu retten. Jusen, töte so die. Art. Nicht da wegfliegen. Die greifen dich doch alle an. Nee, das ist so eine andere Fähigkeit. Achso. Du hast deine Armbrust in der Hand, ne? Ja, okay. Deswegen. Guck mal, mit einem Schlag machst du die alle tot. Wie viele Angriffe hast du noch? Wenn einer stirbt, kann er doch nochmal. Ja, ja, einen Angriff habe ich noch. Na dann los. Und wenn der jetzt wieder tot ist, hast du noch einen. Nee, ich glaube, das funktioniert nur einmal, das Blutdurstpeiler. Ach so. Aber Yuzen hat ja sowieso zwei Angriffe. Ja, genau. Also Yuzen macht die gut platt auf jeden Fall mit einem Angriff. Ja, aber es sind doch auch Special-Angriffe, ist kein normaler Angriff, ne? Ja, aber trotzdem ist doch gut. Da. Jetzt sind es ja schon mal ein paar weniger. Drei, glaube ich, ne? Ja, drei weniger, ja. Okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Das war dumm. Sah aus wie so ein Go-Go Power Ranger Move, Alter. Oh, es kommen immer mehr. Scheiße. Ja, wie viele da kommen, ey. Ja, ja, immer krass. Mehr kommen. Aber das ist ja nicht schlecht. Der wird platt machen, Hebel ziehen. Ja. Ja, bei den letzten zwei Zügen versuche ich nur auf Toilette zu rennen, ne? Das ist so mein Plan. Ja, ich muss jetzt auch gucken, dass ich da hinkomme. Da drüben ist halt auch noch einer. Ich könnte halt an ihm vorbei dashen, dann liegt er und er kann auf jeden Fall den Hebel. Ah, es sind drei Hebel. Mhm. Aber dann liegt er auf jeden Fall schon mal. Ist doch egal, wir probieren, sonst zieh den rechten Hebel da, keine Ahnung. Nee, ich kann da hin dashen und ihn umhauen. Na, mach doch. Achso, hier waren natürlich keine Typen drin. Ja, hier, nee, hab ich nicht bedacht. Ja, scheiße. Der da hinten ist tot. Warum hat er das gar nicht gesagt? Und den habe ich. Ein Zug, du musst schon hingucken, was du machst. Ich kann ja noch was Schlechtes vorspielen. So. Obwohl, weiter. Die links halt einmal, genau. Ist ehrlich, dass ich nicht nah genug an den Hebel rankomme. Ich muss auch wieder Sporten machen, damit ich Nebel erreiche, sonst wird das nichts. Alter, du könntest nach vorne laufen und auf den Hebel schießen. Ich glaube, wir können das auch mit Pfeil und Bogen regeln, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Ja, das könnte sein. Kann ich gleich ausprobieren. Naja, beim nächsten Mal dann. Nein, das reicht wirklich nicht. Oder? Doch. Oh, stopp. Aber warum hat es bei mir nicht gereicht? Komm bloß jetzt an den anderen Hebel nicht ran, weil du mir im Weg stehst. Ist das scheiße. Uns hätte es noch gereicht. Na gut, ich kann ja auch jetzt den Hebel ziehen und dann abhauen. Aber da bei David ist doch keiner dahinter, oder? Doch, links war keiner. Vor mir ist noch einer. Ach, da, ja. Da, wo okay. Der Dude jetzt ja, drin ist. Den hab ich nicht gesehen hinter der Wand. Ja. So, gucken, wie lange ist der noch gelähmt? 8 Züge, also. Das mit dem Lähmen ist schon mal ganz geil mit den 10 Zügen. Mhm. Ja.
Dann ist bei Jusen ist noch, sind noch zwei hier unten. Ja, geil! Zwei Fischlinge und einmal null. Ja, nice. Jusen könnte auch versuchen, damit Pfeil und Bogen drauf zu schießen. Ich hab hier keinen. Ich hab hier unten. Doch, natürlich. Da. Da hinter dir. Ja, wenn du da mit dem Pfeil drauf schießt, hast du ja noch eine Attacke und dann kannst du mal. Ja. Ja, ja, geht. Perfekt. Geht, nice. Okay, also laufen wir nicht ran, wir machen das alles aus Entfernung. Dann sparen wir noch mehr Wegezeit. Aber haut ja, denn hin, was wir machen? Wir sind jetzt hier. Jusen. Wie ist das Jusen? Das ist Alex. Bei Alex sind die meisten. Ja. Und wenn Jusen die hier unten? Ja, okay. Aber die meisten, es sind nur zwei Zellen, ne? Bei Jusen sind es auch zwei Zellen, bei uns auch zwei Zellen. Also eigentlich ist es ja schon irgendwie gleich. Sehr gut, Jusen. Man muss bloß die Zellen aufkriegen. Die Frage, wie viel Dings machen muss. Ja, mir ist es egal, ich kann meinen Weg auch alleine machen. Wenn wir es jetzt nochmal neu machen. Ja, shit, ich kann nicht. Ich lähme den einen und lähme den anderen. Das sind zwei Züge, mach die Türen alle auf und geh zurück. Wenn ihr euch dann auf den Rest konzentrieren wollt, weil. Ich probiere mal. Achso. Alex, wie viele Hebel musst du ziehen? Sind das zwei? Zwei, ja. Drei. Zwei. Ah, zwei, okay. Auf den einen kann ich schießen und an den anderen kann ich hinlaufen. Ja gut, bei uns sind es ja auch nur zwei Hebel. Richtig, aber den Weg, hier kommen nur zwei Gegner, den schaffe ich auch allein. Deswegen hier müsstest du theoretisch nicht mitkommen. Ja, kannst du Jusen gehen. Zum Beispiel. Ach cool, einer hat's geschafft von meinen. Dann zieh mal am Hebel, David. Alter, wie ist jetzt immer so schnell hin und her wandert? So, und dann einfach zurücklaufen, wa? Richtig. Wenn wir das jetzt so mal gesittet machen, müssten wir das ja doch in 5 Zügen oder so schaffen, oder 6. Ja, vor allem mit Bewegungsratentrank. Ja, ja, wenn du die Tränke genommen hast, klar. Naja, man kommt immer in einem Zug schon wieder fast zurück. Dann würde ich sagen, neu dann, oder? Wir wissen jetzt wieder, wo es hier funktioniert. Dann könnten wir wirklich schaffen, alle zu retten. Na, jetzt lass das doch zu Ende machen, wenn wir jetzt schon so weit sind. Ja, ja, ich würde auch mal gucken, vielleicht schaffen wir es sogar. Ja, vielleicht schaffen wir es ja jetzt, ja. Okay. Die werden angegriffen und er hat auch nur noch 20 Leben. Warum macht deine Triade eigentlich nichts? Hat nur noch 2 Züge, um zurückzukommen. Und dann muss er drauf gehen, ich kann ihn nicht mitnehmen. Wen denn? Wer soll denn drauf gehen jetzt? Ich versuche den anderen noch zu lähmen. Bin dran. So, mit dem hier kann ich ja eigentlich auch nichts mehr machen. Oh, okay, seine Lähmung ist weg. Ah, Pilot, du hast dich. Oh, ist doch mal gut zu wissen. Du hast die Konzentration weggemacht. Du, ich probiere mich doch auch noch aus. So, Jusen, du musst die beiden jetzt da fertig machen und dann auch zurückkommen, ne? Oder du scheißt auf deine Angriffe, dass du als Aktion nochmal sporten kannst. Ja, wenn du das nicht zurückziehst. Ja, nee, nicht zurückziehen. Einfach den Schaden nehmen quasi, weglaufen und als Aktion sporten noch. Achso, ja, stimmt. Lauf einfach weg, Jusen. Nimm ja den Schaden einfach von den beiden, ist doch wurscht. Die machen eh keinen Damage an dir. Also ist Befreien egal, ja? Weil das noch jemand nicht befreien hätte können.
Ja, aber die ist tot. Also ich sehe hier keinen. Kannst du nicht noch einen Hebel ziehen oder nicht? Nee, ich glaube, die liegt da. Guck mal, da. Das hat die. Genau, da liegt sie. Die ist tot. Nein, die lebt doch noch bei mir. Hat 5. Ja, die ist am Boden gebackt. Okay. Ja, bei mir auch. Die Beine sind komplett im Boden. Ja, scheiß auf die Ehe. Wir machen es bestimmt gleich nochmal, wenn wenn einer es nicht rausschafft. Den Schaden und dann unser Sport rein. Ja, genau. Weiterlaufen. Hätte bestimmt die Olle sich auch einpacken können. Ja, wahrscheinlich. Oh, sie läuft natürlich genauso. Ja, ist egal. Ich bin jetzt so dumm, ich hab den ja aufgeweckt. Oh, 2 Züge. Immer noch. Sterne. Warum, warum muss ich in den jetzt steuern? Das ist eine Scheiße. Ja, was kann der überhaupt? Aber der kann auch einfach nur laufen und spurten, oder? Ja. Der muss spurten, dass er hochkommt. Laufen. Ich glaube, der schafft es nicht raus. Er kommt einfach nicht weit genug. Bringt keiner auch nicht, oder? Ah, den hätte man vielleicht als erstes machen müssen. Wie gesagt, bei Alex hängen die doch auch noch alle drin, oder? Nee, nee, die sind schon so gut wie raus hier, die drei. Ja, aber die anderen drei sind noch nicht jetzt. Ja. Ich glaube, das wird zu eng. Kann ich so. Auf jeden Fall kommen da bei Yusen da unten auf in der ganzen Menge. Ah, Yusen war schon in der richtigen Ecke. Aber dafür bin ich auch da, zum Ablenken eigentlich. Weil wenn ich nicht da unten wäre, wären die jetzt alle schon überall hier. Guck, wenn ich die Echse nicht platt mache, Leute. Ach, das ist die letzte Runde. Ja, siehst du, ich schaff's nicht raus. Naja, wir gucken mal. Vielleicht explodiert das ja auch gar nicht so in der Form, dass das jetzt gleich alles explodiert, sondern nach und nach. Also ich bin im Boot eben. Und machen wir, was ihr wollt. Na schön. Bisschen wie bei Liefel Company, wenn ihr euch nicht mehr bewegt auf dem Monitor, dann legt das Schiff leider ab. Also ich hab's auf jeden Fall von da hinten vom Hebel in einer Runde zur Leiter geschafft. Du mit kannst fliegen. Ja auch wesentlich weiter laufen und fliegen als ich. Ja, ne, ich wollte es ja nur sagen, also ich kann einen weiten Weg nehmen in dem Sinne. Ja, das wäre aber auch schlecht, wenn es nicht so wäre beim Kämpfen. Auf einem Nahkampf muss ich auch relativ viel bewegen. Okay. Oh. Alles klar. Ja, ich glaube, der Herzog ist der wichtigste. Ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken, was passiert. Warum hat dein Herzog jetzt nicht mit ihnen? Bis zu 2 Personen oder ist der nicht mehr mittelgroß? Der Verbündete wahrscheinlich. Er ist ja kein Verbündeter, oder? Doch. Aber der ist wahrscheinlich nicht mittelgroß. Und der ist so klein. Na, bis mittelgroß, also naja. Keine Ahnung. Geschafft. Ich hätte es nicht gedacht. Das wäre aber auch natürlich eine Option. Aber der Herzog wird es nicht schaffen. Der ist, glaube ich, nicht umsonst blau.
Ja, aber blöd, dass wir den auch als letztes quasi befreit haben. Ja. Werd den auf jeden Fall als allererstes befreien, wenn ich an den Leuten dran bin. Aber ich brauche ja auch mindestens 2 Züge, ne? Bis ich überhaupt die Hebel ziehen kann. Na, wie gesagt, mit dem Trank der Geschwindigkeit ja vielleicht nicht. Ja, dann kannst du weiterlaufen, Pilot, und dann können wir von ja, ich muss aber auch die Gegner lähmen. Und ich kann nur einen lähmen. Ja, muss ich halt gucken, was ich mit dem anderen mache. Wo kannst du trotzdem weiterlaufen? Na, und bei dem anderen, da schießen wir dann den Pfeil drauf. Dass wir das okay. Vom Weiten schon mal öffnen und dann können wir ja den Rest auf ihn draufhauen und müssen nicht da in der Zeit 3-mal Spurten einsetzen, weißt du? Genau. Ja. Oh, könnt ihr ja ich dann schon angreifen. Ich kann probieren halt mit meinen 3 Strahlen oder 4 oder 5 ein Strahl auf die Hebel und den Rest auf ihn. Ja, genau. Oh, das war natürlich auch nice. Und David verwandelt sich in Eulenbär vielleicht schon? Und ich springe vorne ran und mach den schon mal platt. Ja, genau. Das kannst du auch wenn du den ersten gelähmt hast, dann kann ich an dem anderen. Musst aber ein bisschen aufpassen, dass du die hinter den Gittern nicht mittriffst, ne? Ach, die dass die danach alle liegen. Nachtisch. Okay. Wollen wir in Hamburg. Obwohl, kannst du dich nicht auch vielleicht in eine Täuschungsbestie verwandeln und dann die mitnehmen? Ja, aber dann mache ich ihm Schaden. Achso. Ja, aber die, ich meine die Gegner. Ja, stimmt, die kann ich sonst wohin teleportieren. Deswegen? Die kann ich mit rüber in die Zelle teleportieren. Ja, zum Beispiel, dann kannst du die obwohl einfach... Obwohl ich weiß nicht, ob ich dann nicht mehr zurückkomme. Mit der Täuschungsbestie? Ja, ich glaube, ich muss immer jemanden mitnehmen zum Teleportieren. So, naja gut, aber dann kannst du die einfach hin und her teleportieren, das ist ja wurscht. Da, wo die Verbündeten halt nicht sind, weißt du? Ja, verstehe ich. Der Typ hat natürlich kein... Doch, hier Rückzug. Dann mache ich Rückzug mit dem, oder? Ja, genau. Ja. Und dann, wenn es geht, dann an ihm vorbei. Ja. Kannst du an ihm vorbei, ja? Hm? Ja, mit Rückzug, perfekt. Ja. Er kommt zwar mit dem nicht voll weit, aber... Wie gesagt, den müssen wir spätestens Anfang der zweiten Runde muss das Gitter für den offen sein, damit er es hundertprozentig rausschafft. Ja. Also siehst du ja, wie weit er das in 2 Zügen geschafft hat. Ja, das... Was war denn? Pro Zug 10 Meter? Der läuft ja noch weniger als Icke. Ja. Wäre cool, wenn man denen so einen Trank von Alex noch zustecken könnte, sodass er denn weiterläuft. Ja, doch. Oh! Okay. Wie, du schaffst es trotzdem raus? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn wir sie alle befreit haben, dass sie das dann schaffen, ja. Ja, Alex stand ja jetzt eigentlich noch unten. Oh. Das heißt, wenn Alex jetzt gleich hier ist, dann brauchen wir uns keine Platte machen, wie wir rauskommen. Wir müssen bloß gucken, dass die rauskommen. Ja, wir müssen von uns rauskommt. Wir müssen nur die Gitter aufmachen, glaube ich. Ist ja Kinderkacke dann. Und einer muss wahrscheinlich ins U-Boot oben. So wie das jetzt. Da stehen noch von David die Dryade oder so. Oh. Reicht doch. Oh. Nee, David war ja auch oben. David war so schon oben, ja. Du, Pfeiler und Ecke. Ja. Aber Alex war ja noch unten. Ja. Nein, wir werden ja gleich sehen, ob ich tot bin oder nicht. Ja, das haben wir ja schon gewohnt. 200 Quests. Fickt euch. Am Anfang 2-mal passiert und es hängt ihm noch ein halbes Jahr später nach. Ja, diese 200 Gold. Ich dachte von 3 bis 4-mal schon. Ja, bin tot. Gut, also wir müssen alle raus. Nee, neu dann einfach. Naja, klar, aber nächste Runde müssen wir auf jeden Fall alle rauskommen. Ja, und hier liegen auch die ganzen Leichen von den anderen. Bei mir. Hm. Jetzt haben schon die Hälfte haben noch gefehlt. Ja. Wie speicherst du jetzt? Kannst du das was automatisch? Das automatisch Junge, speichern. Ey. Steht doch da. David, warum speicherst du denn jetzt? Das war bestimmt Findus. Automatisch Findus. Speichern bin ich nicht und schnell speichern bin ich. Okay. Dann neu dann, los. Und wer hat's bei euch jetzt alles geschafft? Ja, alles. Ja, achso, von den Leuten. Naja, war da auch der Lilane dabei? Nee, ne? Nee. Schade, okay. Der ist mit dir verreckt da unten. Oh, okay. Der hätte noch mindestens 2 Züge gebraucht bis hoch, deswegen. Er muss beim zweiten Zug, den man macht, wenn noch 4 übrig sind, muss der Tor bei ihm offen sein. Sonst wird das nichts. Mhm. Ja, dann am besten ist mit der Bewegungsrate dahin fliegen. Und teleportieren.
Also Pyla muss quasi fliegen und teleportieren. Wenn ich den Trank habe, wird das schon. Ja. Pyla, wir können unsere Elementar spawnen und dann... Ach stimmt, die können wir ja auch noch. ...hin teleportieren und dingsen. Jetzt weiß ich halt nur leider nicht mehr, ob der Luft... Der Luft konnte sich auch, glaube ich, teleportieren. Also wer Aber ich spawn die erst, wenn wir im U-Boot sind. Nein, nicht ins Tauchboot. Ich muss erstmal die Tränke herstellen. Richtig, Jürgen. Erst einen Moment, bitte. Ich würde trotzdem nochmal denselben Weg gehen, den ich gerade hatte, weil so konnte ich die Viecher ganz gut ablenken und vielleicht kann ich noch einen retten. Du hast es schon ganz gut gemacht, Digi. Okay. Und für dich ist das die richtige Richtung. Wenn einer von uns da alleine hingehen würde, das würden wir nicht schaffen. So. Gut, dann geh ich da nicht nochmal. Also Alex hätte vielleicht noch eine kleine Chance, aber... Oder David, wenn er die richtige Gestalt wählt. Aber sonst... Okay. Ja, ich habe auch den Elementarsprung hier. Pyla, du könntest dir auch das... welchen habe ich jetzt gemacht? Den Luftelementar machen. Weil der hat eine Attacke, dass der die schockt. Und die sind ja alle nass. Und die kriegen mehr Schaden gegen Blitz. Von Blitz. Luft macht Elektrizität, okay. Alter, der Trank ist ja mega. Erhalte eine Aktion extra. Also ihr habt zwei Aktionen. Plus zwei auf die Rüstungsklasse. Ein Vorteil bei Rettungswürfen auf Geschicklichkeit. Und doppelte Bewegungsrate. Und er ist mega, ja. Eieiei. Ja, brauchen wir einmal vier. Ja, hab ich. Aber Trank, David, ich ruf den erst, wenn wir drin sind. Okay, chill, ich hätte. Also genau, wenn wir unten sind, das ist eine Bonusaktion. Nein, wir müssen noch eine Ebene tiefer gehen. Ist eine Bonusaktion, ja? Dann erst, ja gut. Genau, also der Trank hier ist eine Bonusaktion, ne? Cool, also müssen wir gar keine Aktion nutzen, das ist chillig. Genau. Das heißt, wenn wir quasi da drinnen sind, dann können wir alle einen trinken. Dann haben wir ja noch eine Aktion extra. Chillig. Ich habe 7 Stück davon im Inventar. Ach toll, hätte ich die ja nicht herstellen brauchen. Warum sagst du denn nicht? Habe ich gerade eben erst gesehen, weil ich dachte, du guckst doch vorher bei uns, ob wir die Tränke haben. Nee, ich guck doch nicht, ob wir die Tränke haben. Du, ey. Also ich hätte dir sagen können, ich habe sowas nicht. Mann. Ja, ich auch nicht. Ja gut, jetzt haben wir extra Tränke. Ja, jetzt haben wir jeder einen. Naja, dann nehmen wir... Warte doch mal ab, Jusen. Ich warte gerade gar nicht. Was ist denn euer Problem? Wir müssen eh erstmal dahin, dann stehen wir in dem Ding eh noch rum und dann muss man erst rausgehen, damit es losgeht. Ja, lass uns einfach die Tränke. Nee, wenn wir da reingehen, dann fängst du doch sofort an, Pyla. Auch unsere Bewegungsrate oben fängt direkt an. Dann lass doch jeder jetzt schon mal zwei Tränke nehmen, wenn David da zwei Tränke von hat. Solange wir nicht aus dem U-Boot rausgehen, wenn wir da angekommen sind, geht das noch nicht los. Dann können wir immer noch die Tränke trinken und wenn wir dann runtergehen das erste Mal, dann geht's los. Da haben sie mich ja dann auch entdeckt. Aber ist egal, wir machen's jetzt. Ja. So, jeder hat jetzt zwei von den Dingern im Inventar. Ganz ehrlich, wenn der Kampf anfängt und ich das Ding trinke, ist es ja keine Aktion in dem Fall. Ja, eine Bonusaktion. Genau, deswegen kann ich den immer noch trinken, wenn ich gerade im Kampf bin. Okay. Ja, nur im Kampf können wir uns die Dinger nicht hin und her schieben in Inventar. Das stimmt. Ja. Glaube ich zumindest. Weiß ich jetzt nicht genau. Hast du es schon reingeballert? Oder? Ja, ich habe jetzt alles reingeballert. Kann losgehen. Achso, na gut. Dann kann ich mich ja unten noch verwandeln, um eine Aktion zu machen. Theoretisch? Ja. Solange wie du nicht aus dem U-Boot steigst, ja. So werden wir das Quatschen jetzt auch nochmal neu. Ja. Schauen wir mal. Aber das Ding hält nur 3 Züge, ne? Aber es reicht ja. Ja, klar. Ich meine. Wenn du eine doppelte Bewegungsrate hast, plus noch eine extra Aktion, ist ja mega, Alter. Dann können wir angreifen und sporten. Aber wenn du 10 Züge hättest, das wäre richtig mega. Ja, das wäre natürlich mega, ja. Hab wieder den gleichen Bug wie vorhin, kannst du mal schnell machen. Achso. Hast du es vorhin genommen? Nimm einfach dasselbe nochmal. The Iron Throne. A ruin from the city's dark past. The Clipper Temple.
Kannst du überspringen. Leertaste. Find Orin and claim her Netherstone as you agreed to do. Then I will forget this transgression. Okay. Pricks. You did agree to an alliance after all. Then again, what on how many people are trapped within? How many lives will be lost? Der Typ, der muss doch Angst vor uns haben, wenn er uns immer wieder einen Deal anbietet, egal was wir falsch machen. When the corpses start to wash up on the shore, remember, you could have prevented all this. Das ist ehrfürchtig, Dicker. Ja, der hat die Hosen voll, Mann. Das läuft schon an den Seiten raus, Digga. So sagt man. Round 2. Fight! Let's get ready to rumble! Wir können theoretisch jetzt gleich nochmal speichern. Na, dann müssen wir das hier nochmal machen, ja. Genau, David. Obwohl es nur automatisch speichern da, okay. So. So, jetzt nicht durch die Luke gehen? Richtig, muss auch erstmal ein Elementar rufen. Welches hast du gerufen, David? Ich hab Luft gerufen. Luft. Aber welches? Das krasse oder das normale? Nee, nur das normale. Blöd, Feuer, Erde. Ja, weil die halt Schockschaden machen und die anderen sind halt alle nass und kriegen halt mehr Schockschaden, weißt du? Okay. Das andere Luftding ist nicht gut? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ah, ist ja geil. Wir nehmen das gleiche, wie du hast. Warum ist er denn jetzt rausgegangen? Ach so, Täuschungsbestie sind die. Nicht als Täusche, ich glaube, ich kann noch Getränke aber trinken. Aber ist jetzt die Frage, weil ich den Trank jetzt trinke oder jetzt schon trinken würde, erst bis ich unten bin, erst würde im Kampf verfallen. Ja, erst im Kampf, ja. Es sind nur drei Runden. Tyler, wenn du im Kampf bist, ist der erste Gedanke, diesen Trank zu nehmen. Ja, das habe ich verstanden. Es war doch bloß einfach mal eine generelle Frage. Tyler, erst im Kampf. Also Tyler, wenn der Kampf losgeht, nimmst du den Trank. Ganz einfach. Also vor dem Kampf den Trank nehmen. Weiter, falls du dich fragst, wenn du den Trank nimmst, während des Kampfes. Nee, davor. Nicht davor, nein. Während des Kampfes. Gut, sind wir soweit? Ja. Ja, scheiße, ja, aber als Täuschungsbestie kann ich natürlich keine Pfeile schießen. Okay, das Ding ist noch zu, schön. Okay, ich komm schon runter, okay. Cool, jo. Ich hätte noch meinen anderen Trank, meinen anderen Elixier trinken können. Okay, auf jetzt. Detail-Loop oder was muss ich draufklicken? Ja. Ich bin hier gleich links runtergerannt, ne? Nee, das war nicht meins. Kommen die Viecher nicht runter, David? Nee, wir müssen... Hier gleich links runter. Oh, boah, das ist so scheiße. Da war ich auch nicht. Hätte ich mir den halben Zug jetzt mit meinem Vieh schon sparen können. Du musst dahin. Wenn du durch die Luke gehst, kommt er nach unten, ja. Geradeaus. Ich muss geradeaus wieder, ja. Aber dann hätte ich mit ihm jetzt nicht schon Schritte verschwendet, weißt du, was ich gerade meine? Ja, klar. Das ist richtig. So, damit ich jetzt nicht falsch laufe, wir gehen den gleichen Weg wie vorher wieder, wa? Ja. Das heißt, ich hole die Olle hier vorne an der Ecke und gehe nach hier hin. Ist eigentlich runterfliegen, zählt es auch als Meter, wie wenn ich die Treppe laufe oder beim Fliegen nicht? Ach, fuck. Man sieht beim Fliegen halt nicht, wie weit es ist. Pass auf. Warte, David, ich lähm den. Wo ist? Ja, ist er, da ist er. So, dann haben wir den schon mal gelähmt. Mein Vieh muss ich mal hinterher holen. Ich könnte dich nehmen und nach da hinten teleportieren, aber du kriegst Schaden. Nö, alles schicki in Waikiki. Na, oder wie einer geht von den Luftdingern zu usen, um ihn da zu unterstützen. Ja. Und der andere läuft einfach sicherheitshalber in die andere Richtung, damit die nicht aus dem anderen Gang vielleicht noch kommen. Das ist ja eh ein Gang, wo halt nichts ist. Die kommen aber nicht zu uns. Ein so ein Luftelementar könnte zu mir kommen und mir helfen.
Weil dann könnte ich das Zuschauerlinisch dazu mir, weil ich das vorhin auch ganz gut alleine geschafft. Wir haben ja zweier Usen. Ja, dann könnte ich nämlich hier die Truhen vielleicht noch aufmachen. Dann jeweils einer, ja. So. Ich gehe zu Usen. Wo ist Usen? Da ist Usen. Also ich kann auch nicht weiter. Problem ist, dass ich mit meinem Elementar nicht durch Türen teleportieren kann. Naja, machen wir erstmal so. Dann, weil ich es kann. Soll ich mich vor dich stellen, Alex, oder soll ich noch hinter dir bleiben? Du kannst, die haben mich jetzt eh schon gesehen, also du kannst gerne so wie du magst, also weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was sie machen und ob es dir was bringt, wenn sie jetzt mich angreifen und du danach sie angreifst. Ja, kannst du denn noch irgendwas machen dann, oder? Ich kann jetzt bloß noch vor dich. Ich hab den Trank nicht getrunken, bin ich dämlich. Ich auch nicht, stimmt. Yes. Hey Leute, Alter. Egal, Pfeil, es geht gerade um dich, mach. Na, ich flieg einfach vor dich, ist egal. Ja gut, jetzt kann ich ja alles normal machen, so. Jetzt kann ich quasi bis nach da. Ja, Jusen, du kannst den auch noch trinken. Mach Zug noch nicht beenden. Oder du hast doch bestimmt noch eine Bonusaktion, oder? Nee, leider nicht. Also ich kann den Trank jetzt leider nicht trinken. Nee. Kann ich nicht. Ja, kann man. In der nächsten Runde ist das der erste Gedanke, ich schwöre. Ja, Bonusaktion habe ich nicht gemacht, ich konnte es jetzt noch einsetzen. Ja, haben wir verstanden. Ja, konnte ich jetzt noch einsetzen, ich konnte jetzt noch was machen. David, kannst du eigentlich noch eine Bonusaktion machen? Vielleicht kannst du dann den Trank trinken. Nee, jetzt nicht mehr, ich habe ja den Trank schon getrunken. Ah, okay, nee, dann lass es lieber. Achso, mein Dings ist glaube ich noch nicht gelockt, oder? Doch, ist auch gelockt. Wer ist dran? Pfeiler. Alteros, was wirst du tun? Du musst die Leute retten, vergesst nicht, du musst auf irgendwas schießen. Es wird bloß nichts mehr. Ich hab mich ja schon bewegt. Und Pfeiler kannst du auch nicht mehr schießen. Dann kannst du den vielleicht noch irgendwie angreifen, dass der schon mal ein bisschen weniger Leben hat. Ich greife nicht den an, den ich gelähmt habe. Warum nicht? Na, weil der 10 Runden lang da jetzt einfach stehen bleibt. Ja, aber du kannst ja Schaden nehmen, weil jeder Treffer ist critical fast. Ja. Kannst du doch schon mal angreifen, wenn du jetzt sowieso nichts weitermachen kannst. Wenn er tot ist, kann er diesen Baron oder was. Wenn die Lähmung dann weggeht? Die geht nicht weg, die bleibt ja 10 Runden. Du hast ja der Pfeiler muss aufpassen, wenn er einen Zauberspell macht, der auf Konzentrieren geht, dann. Okay. Ja, genau. Dann ist er nicht mehr gelähmt. Genau, aber er hat doch auch unzählige andere Zauber, die nicht auf Konzentrieren gehen. Stimmt. Ja, das ist klar. Naja. War ja die Aussage dahinter. Nee. Oder, beziehungsweise Pfeiler müsste. Nee, fliegen kannst du nicht mehr, wa? Ja, du hättest noch du kannst Sporten und dann Fliegen machen. Dann fliegst du nach da vorne und dann kannst du mit dem Pfeil nach da hinten oder mit den Strahlen am besten sogar fliegen. Ich würde das sagen, ich komme noch nicht so weiter als du. Das waren die drei Feuer auch da unten? Ja. Ah, okay. Ich habe die aber getötet, die beiden. Ohne dass sie mich entdeckt hatten. Alle beide. Nur Fehlschläge, ja. Ja. Ah, läuft doch ganz gut. Wir sind jetzt muss ich den Schrank nicht nochmal nehmen. Ich hab's noch gar nicht genommen. Ja. Ich muss den erstmal nehmen. Achso, ja, stimmt, du hast. Was ist mit meiner Kamera? Ich glitch außerhalb rum. Ich habe uns gerade von oben, also im Wasser gesehen. Ne? Oh, sehr gut. So, kannst du was machen mit deinem Elementar da? Bevor ich jetzt was mache? Ja, klar, kann ich. Na dann los. Dann hau mal rein. Wieso, wo kam die vorhin aus dem Gang raus? Musst du die Schlösser gehen? Nee, ja, da wo ich bin, kamen die ganzen Viecher, ja.
Da wo du bist. Ja. Ja, am besten ist es, wenn du mit deinem Elementar auf die Viecher da gehst, weil ich kann die die Hebel aufziehen. Also den ja, einen. Man kann sie angreifen, also ich könnte sie auch angreifen. Oder? Ja. Mein Standardangriff ist 18 Meter weit. Hast du sie befreien, Neva? Aber ja, wenn du die... Ich würde es treffen, der geht sogar zweimal. Ich kann die eine Tür aufmachen und die andere. Ja, Peiler, aber wenn du die jetzt aufmachst, dann greifen die Viecher die Gefangenen an. Wir müssen die erstmal töten. Okay, na dann gehe ich in die Ecke zu denen. Ich komm kuscheln. Also wenn du einen von den Viechern tot kriegst, wäre schon mal gut. Den anderen kann ich töten. Höchstwahrscheinlich. Peiler, du kannst dich in so einen Gang stellen. Obwohl, nee, bei euch sind die nicht im Gang. Du hast da so einen Wirbel, der um dich herum geht die ganze Zeit. Ja. Aber bei euch sieht das anders aus. Okay. Ich kann noch bewegen, ja. Das andere ist eine Fernkampfattacke, deine normale Attacke kannst du machen. Wenn du da jetzt ranläufst. Nee, nee, das nicht machen, das nicht machen, das nicht. Oh, obwohl. Hey, guck nochmal von der anderen Richtung. Das andere ist so ein Schießer zweimal. Kannst du die beide hitten damit. Oder ein, zweimal. Das andere, das ist so eine AOE, da musst du aufpassen, das ist nur 4 Meter im Umkreis, da musst du nochmal von... Stehen hier beide in der Ecke. Ja, dann stehst du genau vor denen? Ja. So weit weg ja. Aus? Achso, okay. Der Winkel sieht irgendwie komisch aus. Ich überlege, ob ich halt beide treffe, weil einen kriege ich nicht tot. Oder ob ich halt einen Angriff mache, wo ich nur einen treffe. Im günstigsten Fall kriegt er 36 Schaden und ist eigentlich tot. Ja, vielleicht wird es ja auch ein Crit. Ja, du machst und den bei den anderen beiden kann es passieren, dass ich nur bei jedem 3 Schaden mache. Aber das kann halt immer passieren. Na komm, aber ich das, AOE, drin, das AOE, das schockt die, glaube ich, noch. Oder? Ja, die sind schockiert. Die sind danach gestunt quasi. Beide. Ich bin ja auch überall im Nachteil. Bei dem hier, ja, mit... Der Sturm. Dann triffst du beide und im besten Fall sind sie beide schockiert für 2 Züge. Und du machst sogar, selbst wenn du nicht treffen solltest, machst du trotzdem den halben Schaden. Anstatt jetzt nur einen zu treffen, das meine ich. Also bei urtümlicher Sturmböe, ja? Ja. Okay, dann machen wir das einfach. Du sollst sie ja nicht töten eigentlich, aber wenn sie sich nicht bewegen können, schockiert sind, dann easy going. Warum treffe ich die denn so schlecht? Weil sie vielleicht... Dreh dich mal um. Ey, versuche ich ja. Bringt doch nichts. Okay. Na, ist egal. Ist ja eh AOE. Ja, einer ist schockiert. Gut. Kann auch trotzdem, wenn Alex an eine Seite, an die rechte rangeht und an die linke nicht rankommt, kann ich die linke auch aus Entfernung von hier aus öffnen, Alex. Also da komme ich auf jeden Fall nachher ran, von hier aus, und kann die trotzdem noch angreifen. Nur falls du nicht beide aufkriegst. Yuzi ist hier zugange. Also dann kannst du ja auch, David, mit den reißende Luft eigentlich 2 Schüsse machen, 18 Meter weit und beide Hebel treffen. Ja, ich weiß nicht. Oh ja. Ja, Priorität ist, dass du die Leute rausholst, Alex. Wie gesagt, eigentlich müssten wir die erstmal töten, Peiler. Sonst, wir haben ja noch 5 Züge. In 5 Zügen schaffen ja, die das. Du kannst es besser einschätzen. Ich hab das vorhin nicht gespielt.
Ja, in 5 Zügen schaffen die das locker. Daneben, daneben. Wichtig ist, dass der Hauptmann hier, dass man den als erstes. Soll ich dir helfen? Nee, ne? Sehe auch gar nicht, was passiert, die Kamera. Ah, schön. Gut. Soll ich die Dinger jetzt aufmachen, David? Bist du dran jetzt? Ja, ja klar. So, da ist noch einer dazwischen. Na ja, gut, dann. Mich nicht. Na, der in der Mitte wäre am wichtigsten. Genau. Oh, ja. Und ich, warte mal, ich laufe erst ein kleines Stück vor und hau dem noch nebenbei aufs Maul. Jetzt kriegt er volle Packung mal. Na, lieber, warte. Lass mich den lieber hauen, weil du kannst die beiden Hebel benutzen. Du kannst quasi ein Spell machen und Dings. Beziehungsweise probier das erstmal mit dem Zauber aus, ob das funktioniert. Priorität ist, dass wir die erstmal freilassen. Weil den kann ich mir auch schnappen und mich irgendwo sonst wohin teleportieren, wenn die raus sind. Ich weiß gar nicht, ob ich die Hebel überhaupt benutzen kann. Obwohl, es sieht so aus. Aber wenn du halt beide aufmachst, dann. Okay. Oh, nice. So macht man das. Weißt du? Also kann ich zurückgehen. Ja. Ich hab's mir einfach gedacht, ich hab's jetzt knallhart durchgezogen. Ja, dann, David, dann. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Dann nimm du doch den, der gelähmt ist. Also kannst du auf den einschlagen, bitte gerne. Ich gehe schon mal zurück in die Mitte und guck, ob ich den Jungs noch helfen kann. Genau. Soll ich den nach hinten teleportieren? Also, dass ich quasi den zurück in die Zelle. Geht das überhaupt so weit? Weiß ich nicht. Ist halt die Frage, ob er gelähmt bleibt. Das ist die Sache, wenn ich ihn wegteleportiere. Ansonsten würde ich ihn halt nach hinten ziehen, weil die Viecher nächste Runde loslaufen. Und dann kommt er auf jeden Fall nicht mehr ran. Habt ihr denn bei euch da hinten noch irgendwie eine Truhe? Habt ihr mal geguckt? Ich habe jetzt nichts gesehen. Also da ist ein toter Typ in dem anderen Raum und da müsste man ewig weit reinlaufen. Also bei mir ist keine Truhe. Da sind zwei Operationsbesteck und sowas, aber das ist alles unwichtig. Nee. Okay. Also sind keine Sachen so wirklich. Hier ist so ein Holzkoffer vorne. Ich hätte hier höchstens noch einen Gefangenen, den man befreien müsste mit Schlösserknacken, aber draufgeschissen. Ich nehme den Typen mit nach hinten, teleportieren. Da gibt es eigentlich immer einen Hebel, Jusen. Eigentlich muss da ein Hebel sein. Ah, shit, hier ist noch ein Buch drin. Okay. Ah, ich denke mal auch, wo du vorhin den anderen Hebel betätigt hast, hier hinten, der wird bestimmt auch irgendwas dabei haben, der Kleine. Der tot auf dem Boden liegt. Oh. Ah, drauf. Der hier in dem Nebenraum. Aber ich weiß nicht. Das sieht jetzt nicht so bedeutend aus. Da steht auch nur Zivilist, weißt du? Wer hätte da jetzt irgendeinen Namen? Ja, aber wir haben ja 5 Züge. Guck doch wenigstens mal nach, David. Ja, David konnte das ja machen. Er hat ja mit seinem Vieh da 2. Ja, deswegen. Ich sichere hier den Dings. Ich bin jetzt wieder in der Mitte und nächsten Zug kann ich einen von euch beiden noch helfen kommen. Ihr habt doch die Bewegungsrate jetzt, dann guckt doch wenigstens. Typ ist leer und die sind beide leer. Gut. Beide leer, so nee, hier ist auch nichts hinten im Raum drin. Und in den anderen Räumen ist auch nichts drin. Und hier ist auch, nee, hier ist leer. Also da vorne war auch leer, außer Pfeiler hat was rausgegeben. Okay, hier ist schon alles kaputt. Okay, hierbei. Wer ist denn hier unten? Das ist bei Jusen, ne? Was denn? Ist das hier Jusi sein Gang gewesen? Geradezu? Genau, von der Leiter runter gerade. Ja, wenn du. Hier hinten ist eine Kiste. Da. Eine Gold. Also eine mit so goldenen Rändern und blau. Ja, diese opulente Truhe, genau. Und Pyler, du könntest. Wäre nicht schlecht, hier lang gehen. Als nächstes. Hinter mir? Ja, da. Weil ich komme dann von der anderen Seite. Und dann kannst du da nämlich schon mal Damage machen, weißt du? Aha. Dann können wir da die Truhen nämlich vielleicht auch noch mitnehmen.
Ja, mal gucken. Glitch bei mir richtig weg. Ja, die glitcht bei mir auch weg. Ja, bei mir auch. Was ist mit dem Schädel passiert? Ah, der Schädel hat einen Schatten. Okay, ich wurde gerade irgendwie übersprungen. Kannst du nicht noch abbrechen drücken, Jusen? Was nee, abbrechen? Ist, nee. Ah, oder du bist auf Leertaste gekommen. Ja, aber dann hat er doch trotzdem über seine Sanduhr, kann er doch jetzt noch abbrechen drücken. Nee, jetzt nicht mehr. Ist nur die nächste Runde gewesen. Ja. Der war ja mit dir zusammen. So, Pyler, kannst du den da jetzt töten, den Schockierten? Mit deinem Luftelementar? Kannst versuchen. Weil dann kann ich nämlich beide aufmachen. Solltest du auch. So, Jusen, haben wir uns schon befreit? Nee, war da ist noch eine Tür. Ich komme nicht ganz ran, aber ich würde zu denen gehen und die schockieren. Ja, ich schockiere sie, ich mach die Tür auf und versuch sie wegzuballern. Obwohl der Radius ist. Ja, er ist doppelt ausgewichen, Dicker. Sorry. Ich stand hinter ihm auch noch, ja. Ja, die haben nicht so eine gute Trefferrate, die Boys. Fernattacken laufen super bei den Elementaren, aber Nahkampf ist immer zu verlockend mit den 36 Schaden. So. So, die kommen jetzt so raus. Und jetzt können hier wir. Hier ist auch noch eine Truhe, ne, Alex, oder meintest du die? Wo? Oh, was? Die hier? Ping mal nochmal. Ja, hä? Wo denn auf der Karte? Ja, genau, da will ich jetzt als nächstes hin. Okay. Da hinten, genau. Da sind nämlich zwei hier. Guck, hier drüben ist nämlich auch noch eine. Na, ich guck grad nochmal in alle Richtungen, ob ich irgendwas übersehen habe, aber das ist die Truhe von Jusen. Nee, da müssten wir so alle haben. Okay. Ja, genau. Und wenn du jetzt hier nämlich von da kommst, also von der Mitte. Da unten sind nämlich drei Viecher oder so, dann können wir die nämlich alle wegkillern, weißt du? Ja, mit denen lege ich mich dann schon mal an. Ja, genau. Mach schon mal die Schotten auf und dann. Oder warte davor. Hä? Wieso kann ich das nicht knacken? Ach, der Hebel ist von der anderen Seite. Oh. Also muss ich dir erst die Tür öffnen oder was? Entweder, ich muss erst zurückkommen zu dir. Also müssen wir beide, ja, dann komme ich auch zu dir. Zum Glück haben wir den Trank und wenn du dann nochmal Spoten machst, ne? Ja. Ja, mit Fliegen komme ich weiter. Bis dahin. So. Hast du gesehen? Ich glaube, das wird was. Bin schon da. Ein gutes Gefühl. Hast du gesehen? Ja, ja, klar, wie weit das war. Ja. Aber das Gute ist, so wie wir es jetzt spielen, dass man halt auch mal einen Fehler machen kann, ohne dass wir gleich neu starten müssen. Ja, richtig, ja. Das war der. Jeder von uns macht zwischendurch immer wieder mal einen Fehler. Ja, auf jeden Fall. Na, Judith. Bei Jusen sind wir halt ja schon gewohnt. Na, eigentlich nur der Zwerg, ja. Riposte! Ja. Mach Riposte! Ja, genau. Mach Riposte! Müssen wir aber für den Zwerg bezahlen. Yes, yes, ja. Hallo. Was wollen sie, die Kleinen? Usos. Sehr gut. Dann verprüge ich den hier hinten nur noch mehr, war ich ja, genau, verprügel den und dann kommst du zu uns. Weil wir brauchen dann Hilfe bei. Also, oder du gehst dann runter zu Jusen, dass du ihm noch ein bisschen hilfst. Richtig, damit er an die Kiste da hinten noch rankommt. Genau. Also, aber die Kiste müsste ich. Ja, aber die Kiste müsste ich einen entschlüsseln wahrscheinlich, oder? Das wissen wir nicht. Ich war ja auch noch nicht dran an so einer Ding, an so einer Kiste. Ich meine, hingehen und einmal probieren wird auf jeden Fall drin sein, falls man nur einmal probieren kann. Danach muss man halt zurückrennen. Ja, genau. Damit man noch zwei Züge zum Zurücklaufen hat. Ich hoffe noch, der wird sein. Nee. Wo ist denn sein Windgeist? Der steht ist weg. Nein, der steht doch da. Da mal die Klüsen auf. Also zu wem soll ich jetzt laufen? Okay. Da steht er doch. Zu Jusen. Wenn du den getötet hast, dann geh zu Jusen. Da, wo dein Windelementar steht. Ich bin gleich da. Ja.
Komme ich mit meinem Elementar dann auch gleich zurück, wa? Ja, genau. Du kannst ja mit deinem Elementar auch da unten unterstützen, weil da kommen immer drei neue. Ich gehe mal auf Klo, ne? Mach das. Sehe David dran. Töte sie, David! Töte sie! Nein, ich komm nicht ran. Stehen schon Schlange bei dir, Jusen. Hast du die gesehen? Ja. Die wollen mich alle haben. Das ist ja geil. Erstmal das Ding auf. Das Gas hier, Dampfwolke, das ist doch bestimmt nicht gut für mich, oder? Wollte ich den mal ordentlich erstmal einen reinfetzen? Was wollen wir den denn einen reinfetzen? Leben hat er 71. Will aber eine Sticket machen. Ah, der hier wäre Stufe 3 und könnte bis 48. Gucken, was hat er noch an Schriftrollen? Guck ich da erstmal kurz rein. Nur 9 Meter. Ich brauche was, was weit fliegt. Ich muss weit fliegen. Reichen 18 Meter. Überlegst du, Peiler? Ja, was ich mache. Bräuchte halt was, was weit fliegt, damit ich nicht unbedingt so dicht an die ran muss, sondern die Agro einfach nur auf mich ziehe und die in meine Richtung laufen, weißt du? Ja, aber du kannst auch einmal Sporten einsetzen und kannst du danach immer noch eine Attacke machen und kannst dich doch besser positionieren. Was auch zwei. Ich stehe vor dem Gas oder vor dem Dampfwolken gar nicht so schlecht, weil wenn hier einer reinläuft, dann ist es ja auch für mich ganz gut. Aber das sind doch nur zwei oder drei da hinten. Die Killern war doch locker weg, Tyler. Das Problem ist, klar, du kannst, obwohl es sind Erfahrungspunkte, aber wir kriegen ja den Loot wahrscheinlich nicht. Oder meinst du hin und zurücklaufen? Das sind nur drei Leute, Tyler, hier hinten. Weil also ist meine ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nur reinlaufen, ich komme nicht drüber. Na, ja, oder mach eine Fettpfütze davor, dann kommen die, wenn die da durchkommen. Nee, ich muss ja da auch noch lang. Nee, jetzt da was hinballern, was ewig oder alles abdeckt, nee, ist halt scheiße. Guck doch mal, wo Peiler guckt doch nicht, guckt doch wo ganz anders hin. Ja, da wollen wir doch rein, David. Wir wollen da hinten lang und da hinten die Truhen holen. Ach so, das da hinten ist das okay. Ja. Ich dachte bei euch. Ja, okay. Peiler kann jetzt einfach einen dicken Angriff auf den da machen. Weiß ja nicht, gegen was sind die denn? Gar nichts. Die haben keine Resistenzen, ja. Ja, weiß ich nicht, hast du dann irgendwas, was 38 Schaden macht? Auf die Entfernung? Ich kann auch Feuerstrahl auftunen, dann kann ich umso mehr davon machen. Das ist gut, weil du hast ja immer noch einen Buff, dass du Feuerimmunität ignorierst. Ja, aber die sind ja nicht immun. Achso. Problem ist halt, ich kann halt nichts Kälte machen, weil wenn Alex an die ran will, dann ist da eine rutschige Fläche. Das bringt halt rein gar nichts. Und bei Feuer ist keine Feuerfläche auf dem Boden. Ja, mach doch einfach die Feuerstrahlen. Ist doch gut. Bei den Feuerstrahlen nicht, nee. Aber ich komme nicht bis ran, sehe ich gerade. Also muss ich doch Spuren machen. Aber du hast ja zwei Aktionen. Ist doch in Ordnung.
Ja, oder den Blitzstrahl. Den Blitzstrahl könnte ich auch machen. Ne? Also er macht auch 48. Bei Dispus, bei dem Feuerstrahl mache ich dann halt schon auf 3 auch 48. No. No dann. Auf Feuer so. Dann halt auch erhöhen. Auf 4 würde ich schon 60 machen. Auf 5 nee, mache ich. Nee. Mach 3, davon hast du ja genug. 95%. Ist jetzt ein Gegenstand im Weg, oder? Na, nimm doch oben das Bild in der Leiste. Ne, Weg ist unterbrochen. Ich muss noch einen Schritt zur Seite machen. Liegt das jetzt echt an dem kleinen Meterchen hier zur an der Seite, Tür, oder was? An der Tür liegt das. Du musst durch die Tür durch. Echt? Ja. Ich werde es ausprobieren. Ne, du hast vollkommen recht. Du musst durch die Tür durch. So. 31 Schaden. Naja, immerhin. Achso, das ist ein Champion, der hat 71 sogar. Uiui. Ja, ja. Ja, der ist auch noch ein Champion mit 71. Deswegen hatte ich ja eigentlich auch vorgeschlagen, was Höheres zu nehmen. Könnte ich vielleicht gleich platt machen. Das habe ich nicht gesehen. Nachdem ihr alle Nee gesagt habt. Das habe ich nicht gesehen, weil ich dachte, der hat nur 38 Leben wie die anderen. Nachdem David Uri gesagt hat, Nela, kalt gedacht reicht. Ich kann mir leider nicht angucken. Das ist weit. In einem Zug müssen wir Tränke nachlegen, ja? Im nächsten Zug. Mach einfach. Musst du alle dran denken. Na, ich bleib hier jetzt einfach stehen. Naja, Jusen nicht, der hat ja die ersten 3 Züge ohne Tränke gemacht. Von der Musik, die leise im Hintergrund läuft bei dem Spiel, davon habe ich schon manchmal geträumt. Ne? Auch bevor wir zum Strand runter sind, wo wir in diese kleine Höhle rein sind vorhin. Die Mädels, die da vor dem Toten da standen, bevor man da runtergelaufen ist, zu diesem kleinen Strandabschnitt mit den 3 Anglern und der Höhle. Ja. Und da haben die ja, ich glaube, diesen typischen Baldur's Gate-Titelsong gesummt. Oh, ey, gleich eingebrannt wieder im Kopf. Rennt, meine Freunde, rennt! Wir wollen euch alle befreien. Oh ja, die schaffen das locker. Ist ja jetzt gerade bei Runde 4. Und vielleicht noch 2 Schätze mitnehmen. So, der wird schwierig, dass der das schafft. Okay, doch. Der ist auch weg. Ey, der eine da hat mich noch nicht mal mitbekommen, ne? Ja. Gut. Tada. Warum kann ich keine Attacken machen? Wo sind meine Spells hin? Ja, du musst unten nochmal auf X gehen. Ah, okay. Boah. Wenn wir diesen Trank getrunken haben, sind wir eine Runde lang lethargisch. Kann also sich nicht bewegen, keine Aktion, keine Bonusaktion oder Reaktion ausführen. Ja, ich merk's gerade. Ah. Cool. Also, ich kann dir jetzt gerade nicht helfen, Peiler. Oh, mich stört's nicht? Scheiße, reicht nicht. Okay, dann machen wir wieder so rum, auch wenn es blöd ist. Reicht das? Das würde reichen. Okay, warte mal. Machen wir es so. Wuppdiwupp. Guten Tag. Hallo. Jetzt kann ich noch eine Bonusaktion machen. In welche Richtung sollte ich mit dem nochmal? Naja, ist jetzt die Frage. Könnt in Richtung Jusen oder... Ja, eigentlich in Richtung... Oh nee, ich unterstütze mich selbst. Ja, die Frage ist, ob wir zu den Truhen da jetzt noch hinkommen. Weil es ist jetzt schon Zug 3 und ich kann mich... Also wir können uns jetzt einmal nicht bewegen. Ja, müssen wir mal gucken. Du kannst dich nicht bewegen, ich kann mich nicht bewegen. Ich hätte jetzt locker bis... Also ich wäre jetzt locker bis da vorne gekommen wahrscheinlich. Also soll ich jetzt noch zur Truhe gehen oder lieber nicht? Na, kommst du im nächsten Zug ran oder nicht? Nee. Dann... Na, dann wohl eher nicht.
Gucke, dass du da noch ein paar wegkillerst. Ja, guck du mal, dass du ein paar wegkillerst. Vielleicht kann David da rankommen. Obwohl David hat auch, ist auch sein Trank jetzt gleich weg. Ja, ich kann eine Bonusaktion nehmen. Nee, kannst du nicht. Oh, ich hab ja so gefragt, was. Aber ich weiß auch nicht, ob man mit den Fischen überhaupt Truhen öffnen kann. Wenn du lethargisch bist, kannst du gar nichts machen. Weder bewegen, noch Bonusaktion, noch Aktion. Aber ich sehe bei mir gar keinen Debuff. Ja, noch nicht. Wenn der Trank weg ist. Jetzt. Nächste Runde dann. Jetzt siehst du es. Ne, diese Runde, Peiler. Ach ja. Du bist auch gleich lethargisch, du kannst auch gleich nichts machen. Jojo. Aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Wir müssen ja bloß gucken, dass die Leute sauber rauskommen und müssen die clearen, die uns jetzt noch bis da entgegengelaufen kommen. Naja, du solltest vielleicht auslaufen. Ich weiß nicht, wie du jetzt. Egal, ich kann fliegen, teleportieren und alles. Ich brauche bloß einmal, dann bin ich an der Leiter. Also, alles chillig. Aber, genau, wenn du nächste Runde so ein wenn da hinten bei den Truhen bist, dann kommst du nicht mehr zurück. Mir ist das egal, Digga. Ich mach ein Dimensionstor auf und stehe an der Leiter. Und danach kann ich noch hochlaufen. Also ich komme hier auf jeden Fall raus. Na ja, dann versuch du doch da nochmal zu diesen Truhen zu kommen, wenigstens zu einer. Ja, Dimensionstor funktioniert aber so, Alex, nur so weit, wie ich gucken kann. Ich kann nicht um die Ecke gucken. Achso. Was sagst du? Also ich könnte jetzt versuchen, an dem vorbeizukommen nächste Runde, mich dann vor die Tür teleportieren. Da müsste ich die Tür erst öffnen, dann an die Tour rangehen und dann den ganzen Weg noch zurück in der letzten Runde. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Naja, du hast auf jeden Fall zwei Aktionen plus Bonusaktionen, ne? Ja, ja, klar. Könnte machbar sein. Ja. Ich versuche es einfach. Wenn drauf hier jeg drauf, was halt mich schon groß zu verlieren, außer dass er mich wiederbeleben müsst. Ja, deswegen. Oder bin ich dann für immer tot? Nee, wir können nicht wiederbeleben. Hier ist aber was neben mir gemacht. Den neben dir? Also neben dir. Hab ich ja. Das schon. Na, das war noch ein zweiter. Ne, war doch aber gut, der in dem Gang, der die Tür versperrt hat. Jetzt kommst du doch durch und kannst zu der Truhe gehen vielleicht. Genau, das war der Plan dahinter. Ich mach den hier unten noch fertig. Genau. Achso. Nee, warum du den nicht erst angegriffen hast und dann rübergegangen ist doch egal. Ich hab's nicht gesehen, weil ich doof bin, aber ich hab trotzdem halt weggekillert. Was denn? Gibt's euch immer Beste. Warte, den Fall kann ich auch noch wegkillern. Naja, ich sehe halt immer los, noch. Los, Leute. Die Truhe, die ihr meint. Ja, die ist irgendwo hier hinten. David, mach die Klüsen auf da. Da, okay, ich hab's jetzt. Kommen wir da durch die Tür? Ja, da ist der Hebel. Oh. Ich kann nichts mehr machen, ne? Also ich denk's den hier ab hier. Beende deinen Zug. Okay. Du hast nur mein Bestes gegeben. Alles gut, aber ne, wir haben auch nur noch 18 Minuten. Ja, okay, ich gebe mein Bestes. Cool, wenn wir das doch schaffen. Na klar, das auf jeden Fall. Ja, wir haben uns jetzt auch 22 Minuten für drei Runden und wir haben noch drei. Naja, aber die sind ja jetzt gleich alle weg hier, dass sie. Die sind ja dann nicht mehr dran. Jo. Nice. Ulda ist drin. Oh. Diedel ist auch gleich drin. Die ist nicht mehr dran. Guck mal, die in drei Zügen schaffen das auch, denke ich. Ja, die sechs schaffen das auf jeden Fall. Ich hoffe, die Menschen vergessen nicht, wie viele wir gerettet haben. Okay, wir haben auch ganz schön viele getötet, aber eigentlich waren es meistens nur die Bösen. Aber in der Mitte ist immer noch einer drin. Ne? Der hat sich bis jetzt noch nicht bewegt, oder? Hier, den muss man noch befreien, wenn die Tür... Wer steht denn da neben Alex? Rechts neben Alex. Ist da die Tür offen? Nein, aber das können wir ja zum Schluss machen. Steht da daneben. Ja. Okay, die letzten zwei Runden. Wollen wir dann wieder hoch oder noch eine Runde warten? Ja, wie gesagt, ich versuche hinten mir die Truhen gleich zu holen. Genau. Also ich riskier's. Vielleicht schafft es der mit seinem Geist die Truhe zu holen. Sonst probiere ich das. So, ich hab aufgemacht. Mit seinem Geist wäre natürlich am einfachsten, weil dann
stirbt David. Ja, aber der kann Ghost die Sachen nicht sammeln, das ist, glaube ich, das Problem. Ja, ich glaube, ich muss das machen, wenn denn. Ja, als ob der ein Leben hat. Ja, scheiße. Okay, 60%. Okay, müsste ich dich daran, also es bringt gar nichts. Und das ist ein Nahkampf, bringt das auch nicht viel. Ich kann den Hebel nicht mal betätigen. Ja, mach ich das einfach. Wieso kannst du den Hebel nicht betätigen? Na, mit dem anderen Typen. Mit dem Geist. Mit dem Geist kann ich nicht mal den Hebel betätigen. Achso, nee, du sollst ja auch mit deiner Täuschungsbestie daran. Ja, die ist ja nicht dran. Ja, aber der Geist sollte eigentlich da stehen bleiben, weil da ja immer drei auftauchen. Du hättest ja mit deinem Geist die Typen da angreifen können. In der Mitte gerade gespawnt. Ja, genau. Ja. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan, wenn ihr mal zuhören würdet. Ja, ne, der Geist ist jetzt nicht mehr da. Es hieß ja, ich soll probieren, ob ich ja, den Geist ist gut. Ja, ja. Nee, eigentlich mit deiner Täuschungsbestie von Anfang an. Ja, so weit ist sie ja noch nicht. So weit war ich ja noch nicht. Achso. Du machst noch mit deinem Geist hier. Stört der hier dich, Peiler? Der da. Hier vor dir? Also kann an dem dann locker vorbei. Ohne dass der dich angreift? Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, weil ich mit meinem Charakter das noch nicht sehen kann. Müssen erst alle anderen dran. Ich kann das noch nicht sehen, wenn ich auf sie klicke. Einzige, was ich machen kann, ich kann meinen Typi hier noch ein bisschen mehr in die Mitte. Oder steht dir irgendwie im Weg mit meinem Vieh? Weil dann stelle ich mich noch zur Seite. Muss sagen, wohin. Alles gut. Weil sonst würde ich mich eher so da so hinstellen. Oder vielleicht sogar direkt vor den Dude. Weil der ist noch dran, bevor ich dran bin. Aber du hast einen Gegner vor dir, ne? Der würde ich doch angreifen, safe. Nö. Eigentlich. Er kann mich angreifen, wenn ich einen Element-Teleport mache? Ich will verarschen. Okay. Zack. Jetzt müsst ihr dir nicht mehr im Weg stehen. Hoffe ich. Ja. Naja, aber Yusen hat recht, er greift mich echt an, auch wenn ich mich an ihm vorbei teleportiere. Wie kann er mich dann angreifen? Na, aber du kannst ja so ein bisschen drum rumlaufen, oder nicht? So, jetzt? Na, laufen kann ich gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch teleportieren. Ja, aber du tankst den Schaden einfach. Das ist ja eigentlich egal. Komme eh nicht durch. Also stelle ich mich direkt vor den Duter. Ja, das war sehr gut, Peiler. Oh, echt jetzt so ein Fehlschlag. Ach komm. Ja, weil er hat sich gerade auf mich fixiert, ne? Oder? Nee, war jetzt einfach nur. Der Vorstand. Einfach nur so, alle klar. Ja. War jetzt das Unglücklichste, was passieren konnte. So, Yusen, wie willst du eigentlich zurückkommen, wenn du schon da hinten bist? Entweder zieht Yusen die Nummer jetzt durch oder. Ja, genau, ich versuche jetzt noch den Typen da mit einem wegzukillern, die Kiste zu holen und dann zurückzurennen. Warum? Mann, ich würde gerne mal gucken, warum geht das mit der scheiß Kamera gerade nicht? Das ist so mein Yusen. Plan. Warum holst du denn die Kiste, Yusen? Weil er schon viel dichter dran ist als David. Er ist der andere gerade, ja. Achso, naja, gut, ja, dann. David ist noch 20 Meter weiter weg als Yusen von der Kiste. Ich musste ja von der anderen Seite hinten richtig schon mal laufen, also hier rüber laufen. Versteh nicht, du hast 4 Bestien. Wie können die denn alle fast auf einen Fleck stehen? Die Bestien, die ich spawne, die können sich nicht bewegen. Ja, genau. Das ist ja scheiße. Ich hab gedacht, die können sich bewegen. Nee, die stehen noch. Das ist ja kacke. Ja, naja, die stehen hier zur Sicherheit, dass wenn die Leute, wenn sie den Typen hinterhergerannt werden. Ja. Was hat die Frage? Ich kann die unten hier beide auch nur noch angreifen, ansonsten halt nur noch zurückgehen. Naja, ansonsten kommen doch. Also ich kann mich jetzt eh nicht bewegen, sagen wir mal. Kann ich nicht auf Yusen klicken und meine Kamera bewegen? Warum geht das nicht? Weil Yusen zu weit weg ist von mir, wa?
Trink mal noch. Kannst du deinen Trank trinken, David? Ja. Dann mach das mal. Das werde ich nämlich auch gleich tun. Den brauchst du gleich. Ja. So, dann stell du dich noch mit hier unten hin, weil da kommen nämlich gleich wieder drei neue. Vielleicht kann ich laufen. Oder kann ich Sport machen und dann wieder laufen? Weil hier steht immobil gefesselt. Wenn du Spurt machst, erweitert sich einfach bloß deine Bewegungsrate. Das heißt, genau. Du kannst dann halt doppelt so weit laufen, wenn du doppelt so weit klickst. Von ja, aber Fall. Er ist gefesselt, er kann sich nicht bewegen, aber du kannst dich teleportieren. Nee, denn, ja. Nee, kann das ich kann nicht. Gehen. Das geht auch nicht. Scheiße. Okay. Ist eine Bonusaktion. Ja, no, und dann haben wir nicht Pech, muss ich immer jemand, das ist halt das Problem, ich muss immer jemanden mit mir mitteleportieren und ich habe leider so, keinen in der ja, Nähe. Das kannst du nicht, ja. Ah, ja, na, dann musst, kannst du nichts machen, dann ist so. Oh, das kann ich nochmal machen. Ach, das ist der. Oh, okay, das ist natürlich. David lernt Sachen dazu. Ja. Ich kann die ein bisschen weiter weg auch setzen. Ja, natürlich. Steht doch immer bei den Attacken und Fähigkeiten, die du hast, ein Radius da. Deswegen hover ich auch ganz oft über meine Attacken und überlege auch manchmal 5 Minuten länger, weil ich halt genau abwiegen muss, was überhaupt noch geht. Manchmal geht gar nichts. Wo haben wir denn? Ayla ist jetzt auch, ist auch gefesselt. Nö, dann werde ich es wohl nicht mehr dahin schaffen. Jetzt hätte ich schon losspurten müssen. Wieso hast du noch so ein Teleportationsfeier eigentlich? Geht wirklich gar nicht. Alter, ich kann einfach rüberfahren. Kann jetzt gerade nur Schaden machen, Alex. Wenn wir nie erfahren, was in den Kisten drin ist. Na, Jusen ist jetzt bei einer Kiste. Kannst du dir. Hab ich aufgemacht ohne Probleme. Nice. Ja, und was war drin? Hat sich gelohnt, ja. Ich guck gerade. Ja, da waren ein paar gute Sachen drin. Was heißt dann gut? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Man kann es auch nicht verfolgen, das ist irgendwo einsortiert bei Yuzen. Ja, ja. Ja, aber Yuzen hat jetzt keine gute Rüstung oder so ein Scheiß bei. Nee, Rüstung war jetzt nee. Nicht. Da war nichts Dolles drin. Ich habe Yuzen nämlich mein ganzes Inventar da unten nämlich komplett reingedrückt, die untersten 6 bis 8 rein. Also. Höchstens 1000 Gold. Falls ich vorher schon drin hatte. Nee, er hatte von mir 600, dann waren 400 drin. Also ist Belokram eigentlich. Außer wenn jetzt in der anderen Kiste, aber ist egal. Ich komme nicht mehr hin. Was soll ich machen? Oh, da war eine andere Kiste? Na, da hätte sich einer von uns am Anfang durchhauen müssen schon. Ja. Durch die Reihe da. Hätte man gleich. Naja, mehr als Schaden machen kann ich jetzt nicht. Naja, dann ja, na, so dass du in der nächsten Runde noch zurückkommst, Beiler. Mach den hier vor dir noch weg. Dass du da an dem vorbeikommst. Achso, Yuzen, kannst du deinen Trank noch nehmen? Hast du noch eine Bonusaktion? Ah, nee, du hast deinen Trank noch, alles gut. Ja, eine Aktion habe ich noch. Ah, das ist aber scheiße jetzt bei dir, bei dem Trank, weil dann bist du nächste Runde gefesselt. Nee, der läuft ja noch einen Trank. Also. Jetzt noch einmal. Einmal läuft er noch, ja. Er hat quasi kannst genauso. Kannst du da noch weggehen, Alex? Nee, ne? Nee, ich bin ja nicht dran. Schritt mal links oder rechts? Nee, ich bin ja nicht dran. Könnte ich beide drehen? Ach, scheiß doch drauf. Aber den kann ich wieder nicht treffen, ne? Ja, scheiß drauf. Kriegt der auch noch einen ab? Den kann ich auch nicht treffen. Okay. Dann kriegt er alle ab. Hau raus. Nice. Ich hab ihn nicht getroffen! Was? Nicht einmal? Die Tür getroffen. Oh, du hast die Tür getroffen.
Obwohl rot anvisiert war, sein Name drauf stand. Ja, aber du stehst hinter der Tür. Ja, ich kann mich ja nicht bewegen. Ja. Ich hab gedacht, das ist noch okay, weil ich so halb gefühlt für mich schon drin stehe. Der Zauberstab ist ja schon drüber über der Tür. Du hättest oben das Icon anklicken müssen von ihm. In der Leiste. Ja, ist auch egal. Ist mir sowas von Rille. Bringt ja eh nichts. Der wäre eh nicht um mich fallen, von daher. Naja. Jetzt der eine Herzog. Ich kann den Herzogtyp mir jetzt hier noch steuern, aber ich kann, glaube ich, hier oben nichts mehr machen. Beende doch einfach, wenn du oben im U-Boot stehst, ist es dann auch noch. Ich laufe wieder runter. Soll ich das Steuerrad machen? Fährt los. Kacke, ey. Was machen die jetzt? Die wollen auch. Sie usen eine Runde, 10 Minuten. Wo wollen die denn jetzt hin? Ach so, die könnten wahrscheinlich nicht, weil der eine Typ genau an der Treppe stand. Oh. Gehen jetzt alle erst hoch, ja. Aber haben noch nur 2 Runden. Jetzt ist nur noch eine. Oh, und ich bin immer noch gefesselt, also. Du bist. Läuft. Du bist jetzt noch gefesselt? Ja. Ach, so weit von klar. Warum habe ich es überhaupt versucht? Warum bin ich denn nicht im Vorteil gegen die Viecher, Alter? Ist doch egal, Alex. Hau sie einfach, also den vor dir zumindest um. Ja, ich überlege gerade, wie am besten. Ja, nur noch eine Runde. Einer muss, glaube ich, noch von uns zurück. So eine Scheiße, Mann. Jetzt haben wir so ewig gebraucht, um es eigentlich gut zu spielen und haben es wieder nicht geschafft. Kotzt mich gerade übel an. Wir haben es auch geschafft. Der Typ ist oben. Ja, der eine, voll. Aber die Hälfte von den anderen nicht. Das ist denen auch fast das Ergebnis wieder vor, obwohl wir eigentlich... Naja. Ich konnte den vor dir leider nicht killen, Peiler. Puh, ist eh egal, ich gehe eh drauf. Ich schaff's eh nicht raus. Also ich hab's geschafft ins U-Boot. Na gut, dann ist wenigstens einer schon mal drauf. Alex, du hast auch das ganze Gold, wa? Müssen, wenn ich richtig rechne, 600 sein. Ey, ihr beide schafft das doch noch, oder nicht? Wir haben Plan, mal gucken. Aber wir können's ja auch nochmal machen. Was soll's. Wir sollten mit den scheiß Kisten einfach sein lassen. Naja... An sich ja nicht, weil wir hätten es locker geschafft wahrscheinlich, wenn wir uns wirklich zu viert jeder einen Gang genommen hätten. Also mit meinem Gang hat super funktioniert. Ja, aber ich bin dann halt zu Jusen seinen Gang noch rüber, was da quasi auch nochmal eine Runde verschwendet war. Naja. Und dann würde ich lieber einen Blitz mit dir mitschicken oder einen Sturmviech. Na, machen wir denn jetzt zu Ende oder... Also ich gehe jetzt zurück erstmal. Ja, aber die Viecher müssen ja nicht zurück, Digga. Nur den Charakter. Das ist eigentlich total unwichtig, aber mach mal. Oh, jetzt. Oh. Jetzt stehen die alle da oben. Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht, dass sie hier alle rein teleportieren. Kannst du die wegspawnen? Nein, kann ich natürlich nicht. Die können nichts machen, die stehen nur da und sind dafür da, dass jemand... Wenn ja, das weiß ich ja. Okay. Okay, ich kann nichts machen. Jusen ist lethargisch. Also, doch, hattest du recht. David. Sein Trank ist da. Ah, deswegen... Ah, siehst du? Peiler kann sich doch teleportieren. Ich hab mich nicht teleportiert. Achso. Aber du bist nicht mehr... du bist nicht mehr gefesselt. Peiler schafft's. Nur Jusen geht drauf.
Also entweder machen wir es neu oder ihr holt mich einfach von den Toten wieder. Ach, die 200 Gold will ich dafür ausgeben. Ja, wenn die es jetzt da unten die 5 schaffen, dann... Also, ja, wenn sie 5 schaffen, dann ja. Ansonsten müssen wir uns merken, scheiße, wo kamen die denn her? Aus meinem Gang. Aus meinem Gang. Alex hat vollkommen recht, also entweder... Okay. Man muss dann auf Angriff gehen und ultimativ aggressiv spielen und versuchen mit den stärksten Attacken die gleich platt zu machen, sonst wird das, glaube ich, nichts. Ja. Wieso, die sind zu langsam gelaufen, wir müssen sofort. Wenn du die Kisten mitnehmen willst, geht das halt nicht anders. Ja, aber nee, ich meine, die Kisten sind ja scheiße. Pfeiler, beende mal deinen Zug. Wir wollen die Leute ja nur retten. Ja, aber aus welcher Richtung kamen die denn jetzt? Aus Alex seiner oder ja, was? Aus meiner Richtung, ja. Aus meiner, ja. Naja, dann war das von Alex vorhin blöd eingeschätzt, wo ich gesagt habe, die Runde schon davor, lass mal die Tür öffnen und er hat sie erst eine Runde später geöffnet. Nee, ich konnte ja nicht wissen, dass die nicht die Treppe da hochrennen, wenn da einer davor steht. Na, ja, siehst du, der. Ja, der Ena hat halt behindert gestanden, ne? Ja. Aber die schaffen es jetzt anscheinend, guck mal. Die sind alle da, nice. Nur zwei fehlen. Ja, die zwei sind auch noch da. Die kommen jetzt auch hoch. Zack. Wenn sie es bis ran schaffen. Ja, haben sie wohl. Haben sie geschafft. Ey. Nur Yuzen geht drauf. Alter, Sympathie überall 50, 50, 50. Okay, nice. Ah, ja, klar. Ah, jetzt ist Alex der Letzte. Ja. Na, dann brauchen wir wenigstens nicht normal machen. Ja. Obwohl mich schon interessiert hätte, was noch in der anderen Kiste gewesen wäre. Ja, bei Yuzen seiner Kiste war auch nur Schrott. Ja, das wissen wir ja nicht. Yuzen hat ja nicht drauf geachtet, was er da einsammelt. Naja, aber ja, Yuzen hatte danach nur Short im Inventar. Ist jetzt nicht, dass da irgendwas Gutes dabei war. Er hat höchstens einen Pfeil oder so bekommen. Ja, da war wirklich nichts bei. Ich habe ja gesehen vorher, ich habe ja meinen Scheiß zu Yuzen rübergeschrieben, was er vorher geschoben, was er vorher hatte. Damit ich Platz habe. Und die ganzen untersten Reihen bestimmt. Also klar, da könnte natürlich auch irgendwas Gutes sein, aber das kann halt in jeder Kiste so sein. Oh. Aber ich finde es eigentlich komisch, wenn so ein U-Boot nur zwei Kisten sind, die wirklich hinten verwinkelt sind, wo du überlegen musst, wie du überhaupt in der Zeit rankommen kannst und dann ist einfach bloß ein paar Gold und ein Trank und ein Pfeil drin. So. Finde ich dann irgendwie. Naja, so ja, ist es. Das war ja seine Sklavenburg. Warum sollte er da seine Schätze lagern? Naja, aber man hätte ja schon irgendeinen coolen Gegenstand oder eine Kette oder wenigstens einen Ring, der eine coole Verzauberung hat oder so machen können. Aber wer weiß, was in der anderen Kiste gewesen wäre. Also von daher kann man das ja nicht sagen. Ich sehe eine Katze in einem Arsch. Ja, hätten wir wahrscheinlich doch ein bisschen anders spielen müssen, ja. Also nochmal neu da beim nächsten Mal. Weiß ich nicht. Warum müssen wir nochmal neu laden? Na, sonst ruft mich von den Toten zurück. Warten wir nicht. Auf diese Yuzen, du hast dich fürs Team geopfert. Der wisst schon, dass er mit einer Katze redet. Rück einfach irgendwas, David. Ich würde gern Ende machen. My thoughts are my own now. And my purpose certain. I will wait until you. We made it. We actually made it. All right, we're good to go. Say goodbye to camp. Come on, the hatch will be ready. Come on, done. What the hell is that?